dachte, dein Bruder wäre der Dümmere von euch beiden. Und es läge daran, dass du nicht nur der Bruder, sondern auch sein Vater bist. Aber jetzt sehe ich ein, dass es genau andersherum sein muss. Ah! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit Black Mirror 3. Das dritte Kapitel machen wir heute. So, wer es, da die restlichen oder die anderen zwei Teile von Black Mirror nicht gesehen hat, schließe natürlich auf meinen Kanal erhältlich zum Sehen. Und vielleicht kriege ich das auch hin, mal so eine Infobox über mir einzurichten. Und, naja, und die anderen zwei Kapitel von diesem Spiel, die werde ich auch noch nach hier verlinken. Also, die noch nicht gesehen habt, fangt mal damit an. Macht ein bisschen mehr Sinn für euch. Genau, das so ist das. Wir gehen mal in das Spiel hinein. Kapitel 3! So, da hat die Vision wieder. Stimmt, oder nicht? Lady Victoria Gordon ist von uns gegangen. Sie hinterlässt einen leeren Platz in unseren Herzen. Wir wollen innehalten und uns im stillen Gebet von ihr verabschieden. Liebe Trauergemeinde, ich möchte Ihnen zum Abschied ein paar Worte mit auf den Weg geben. Worte, die Lady Victoria durch ihr Leben begleitet haben. In guten wie in schweren Zeiten. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, sagt Paulus im Brief an die Korinther. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn wir nun Abschied nehmen von Lady Victoria Gordon, dann wollen wir dies im Sinne dieser Worte tun. Amen. Amen. So, komm zu Besuch. Adrian, mein schicker Anzug, Mann. Danke. Ihre Urgroßmutter war eine ganz außergewöhnliche Frau. Wisst ihr? Ja, das war sie. Aufrecht und von Herzen gut. Eine starke Persönlichkeit. Ja. Schade nur, dass ich sie erst so spät kennengelernt habe. Besser spät als nie. Sie sind der einzige Angehörige. Und damit der alleinige Erbe von Lady Victoria. Sie können jetzt ins Schloss einziehen und erst einmal durchatmen. Kommen Sie zur Ruhe, Adrian. Und nehmen Sie Abschied. Nicht nur von Ihrer Urgroßmutter, sondern auch von Ihrem alten Leben. Wenn Sie dabei Hilfe brauchen. Sie wissen ja, wo Sie mich finden können. Danke, Vater Frederick. Mein Beileid, Adrian. Danke, Doc. Wie geht es Ihnen? Naja, das hier ist die Beerdigung meiner letzten Familienangehörigen. Das war's. Ab jetzt bin ich allein auf Gottes weiter Erde. Komplett. Da kommt mir die Anwesenheit von Mordred in meinem Kopf direkt ein bisschen heimelig vor. Immerhin gehört er zur Familie. Wenn Sie möchten, können wir unsere Sitzung gleich abhalten. Nein. Ich möchte jetzt lieber meine Ruhe haben. Können wir das nicht auf den Nachmittag verschieben? Wie Sie wollen. Dann 15 Uhr in meiner Praxis? Klar. Bis dann, Adrian. Na, Inspektor. Adrian Gordon. The last but not the least. Oder vielleicht doch? Sehr unpassend. Aber von Ihnen ist man ja nichts anderes gewöhnt. Richtig. Du hast ja eben deine Urgroßmutter zu Grabe getragen, die du gerade mal 3-4 Wochen kanntest. Mein Beileid für diesen schweren, kaum zu verwindenden Verlust und meine Gratulation zum Gewinn des Jackpots. Was für ein Jackpot? Meinen Sie das abgebrannte Schloss, das zu renovieren, ich testamentarisch verpflichtet bin? Oder meinen Sie den Einstieg als Schlusslicht in einen Familienzug voller Geisteskranker und Mörder? So nennst du das.
Jeder andere würde die Erbschaft eines herrschaftlichen Anwesens und den Aufstieg in die Adelsliga einen Glücksfall nennen. Aber darin warst du ja schon immer gut, dich als Opfer darzustellen. Auf jeden Fall. So sehen Sie das. Jeder andere Kopf würde seine Vorurteile überwinden und einfach mal einen Blick auf die Fakten werfen. Apropos Cobb, da du jetzt britischer Staatsbürger bist, kann ich dich leider nicht mehr abschieben lassen. Oh. Und das heißt im Klartext, bei der kleinsten Verdachtsbestätigung wanderst du in den Knast. Das verspreche ich dir. Wieso wollen Sie mich unbedingt so nah bei sich haben? Hm? Haben Sie sonst keine Freunde? Schauen Sie doch lieber mal öfter bei den News vorbei. Das nimmt den Druck ein wenig raus. Das Sprücheklopfen wird dir schon bald vergehen. Wenn Sie meinen... Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, Inspektor. Ich muss meine Gästebäder zählen. Oh, Leute! Titel 3. Sind wir so bei der Transition von einem Kapitel zum nächsten. Dauert es aber ewig, irgendwie Geschichte zu erzählen. Auf jeden Fall. Ist eigentlich auch leicht gemacht, so von der Grafik her. Du hast ja eigentlich ein großes, langes Bild von A nach B laufen. Und dann siehst du, wo da eigentlich nicht so viel zu tun ist. Da kannst du mir das Libre schenken, das sieht da wohl alles handgezeichnet aus. So, ja, eins speichern. So. Ja, auf jeden Fall sieht nett aus, das Spiel. Ist auf jeden Fall einfacher zu machen, als wenn du da irgendwelche dreidimensionalen Welten da schaffen müsst und da irgendwie dort was machen müsst, hier nur die Personen zu animieren. So, geh mal zur Hütte. Vielleicht finden wir da unseren Freund. Ralph. Vielleicht ist Ralph wieder in seiner Hütte. Knock, knock, knock. Ralph, bist du da? Alle. Scheiße. Ralph? Der ist nicht hier. Ich bin es, Darren. Ich hab dich aus diesem Keller befreit. Und damals bei der Ruine habe ich dir eine Flöte geschenkt. Weißt du noch? Ja, Darren. Aber ich hab sie kaputt gemacht. Ich wollte das nicht. So, erzähl mal, was weißt du denn von der weißen Frau? Sag mal, Ralph, bist du schon mal der weißen Frau begegnet? Ich kenne viele weiße Frauen und Männer. Sie haben Kittel an. Sie haben Nadeln und Messer und stechen damit. Sie sind böse. Oh. Und hier im Wald? Gibt es da auch weiße Frauen? Eine, ja. Die läuft hier herum und sucht jemanden. Aber Mr. Bobby findet sie nicht. Den verstecke ich. Schlau Junge, auf jeden Fall. Wie geht es dir, Ralph? Mr. Bobby hat ein Auge verloren. Oh. Wie lange warst du denn in diesem Keller eingesperrt? 100 Jahre. Das ist lang. Na gut. Ja, wir haben einen Sticker für dich. Na, will er nicht. Wer weiß, was das Ding gut ist. Ja, gut. Gehen wir mal weiter auf unseren Weg. Wir suchen ja jetzt mal nach dem Minieren, um da ein bisschen was rauszufinden. Ja, erzähl mal was über den Bach. Laut Karte heißt dieser Bach hier Old Wandsford. Das reinste Dickicht da hinten. Und neblig dazu. Mich würde nicht überraschen, wenn plötzlich irgendwelche Untoten da herumtaumeln würden. Ja. Wünschst du dir vielleicht, ja? So. So. Tote Äste an einem toten Baum. Bei diesem Anblick fühlt man sich doch gleich viel lebendiger. Dass du als Adeliger jetzt oder da nicht das Belang, da sich ein Ding mit Lay zu holen oder sowas. Ah, hier. Lollek und Bollek. Hi. Warten Sie auf mich? Morgen, Sir. Ja, tun wir. Unser Beileid übrigens. Danke. Nennen Sie mich Adrian. Gut, Adrian. Ich bin Greg. Das da ist Steve.
Sie sind hier jetzt der Boss, richtig? Genau. Sieht so aus, ja. An die Arbeit, Leute. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen. Alles klar, Boss. Dann fangen Sie am besten gleich damit an. Miss Antolini hat nämlich vergessen, uns weitere Anweisungen zu geben. Anweisungen? Renovierungsmäßig? Ich weiß nicht. Ich habe mich noch gar nicht genau umgesehen. Ach ja? Dann sollten Sie sich vielleicht erst einen Überblick verschaffen. Es gibt jede Menge Baustellen. Und wieso machen Sie nicht einfach irgendwo weiter? Nichts für ungut, Sir, von und zu Gordon, aber wäre doch schön zu wissen, ob die gute Lady auch was hinterlassen hat. Ich meine, außer den Baustellen. Sie meinen geldtechnisch? Ja. Gut, ich werde mich darum kümmern. Dann bis später, Sir. Wir warten vor dem Schloss. Eine Klasse. Das ist dann wohl mein neues Zuhause. Black Mirror Castle. Auf jeden Fall geräumiger als meine Studentenbude und die Zelle im Knast. Wenn auch nicht unbedingt heller. So, sind ja jetzt Herrscher eines Schlosses. Müssen jetzt ins Café reinrennen und uns da hier den Kerl holen. Ja, der Butler kann er spielen, würde den Tummel gleich ein bisschen versklaven. Da haben wir unseren Butler. Und dann kann man hier schön ihn auf Emperor Mario die Leute hin und her schicken, ne? Briefkästen, ne? Ja. Ich glaube, der Postbote war schon da. Schauen wir mal nach. Wir haben einen Brief. Ein Brief und die Zeitung. Ein leerer Briefkasten. Schauen wir mal nach. Ja. Ein Brief an mich? Seltsam. Dabei bin ich doch gerade erst eingezogen. Das ist die GEZ. Die von der Geld. Des Hüters dritte Tugend sei Barmherzigkeit. So wie das Wasser jeden Tropfen aufnimmt und zu einem mächtigen Ozean heranwachsen lässt, so soll jeder Hilferuf gehört werden und ein Meer von Antworten finden. Oh, was soll denn das bedeuten? Schon wieder so eine kryptische Nachricht. Nein, danke. Die letzte hat mich direkt in die Fänge eines Irren getrieben. So, Chat, was denken ihr über die Nachricht? So. Ja. Ich glaube, das ist einer dieser Menhire, die Victoria erwähnt hat. Sie sollen mir den Eingang weisen, nur wohin und wie? Ich glaube, das ist einer dieser Menhire. Wohin und wie? Ja, ich glaube, jetzt müssen wir da erst einmal. Ah, die arbeiten doch schön, perfekt. Ihr seht kein Geld, ihr Idioten. Das Schloss an sich ist ja schon unheimlich genug. Aber der Ruß an der Fassade lässt es aussehen, als käme es direkt aus den Kulissen einer Geisterbahn. Ich sollte ihn entfernen lassen. Das kannst du als letztes machen. Lunchbox. Eine Lunchbox. Schätze, die gehört Greg. Ist nur noch eine große Packung Zahnstocher. Da hat wohl jemand viele Zahlen. Zeitung von gestern. Oh, das Bild. Das ist das, was ich für Murray gemacht habe. Dieser. Kriegt wohl nie genug. Ich will nicht wissen, was er der Zeitung dafür abgeknöpft hat. Naja, mal lesen, was hier steht. Black Mirror Castle hat einen neuen Schlossherrn. Wie sich herausgestellt hat, ist der junge Amerikaner Darren M., dem der Vorwurf der Brandstiftung bisher nicht nachgewiesen werden konnte, der letzte Nachfahre der Gordon-Familie. Na klasse. Spätestens jetzt denkt jeder, dass ich mir mein Erbe erkokelt habe und, was noch schlimmer sein dürfte, dass ich reich bin. Ich schmeiße die Zeitung weg. Das Gordon.
Ich glaube, das ist einer dieser Menhire, die... So, okay. Wir müssen da hier die Menhire irgendwie auf einer Karte vielleicht einzeichnen und dann hier Schnittpunkt ist dann Eingang zu dem Ding, was wir suchen. Okay. Sieht kaputt aus. Das waren diese verfluchten, langhaarigen Bombenleger aus dem Nachbardorf. Ich find's lustig. Dabei haben wir das Ding ja selber gesprengt. Ah, oh, was für ein... Du, der kaputte Service. Oh. Das Obergeschoss auf einem Haufen. Mhm. Der linke Flügel des Schlosses ist jetzt doch eingestürzt. Nach all den Jahren. Erstaunlich. Die neuen Kacheln sehen genauso alt aus wie die alten. Lecker. Getrockneter Tapetenkleister. So gut wie das Haus ist, werden die wahrscheinlich nicht Tapete irgendwie kleistern. Der Globus ist aus Metall. Ich sehe keine Schweißnaht. Ich frage mich, wie sie den durch die Tür gekriegt haben. Um das Schloss herum gebaut, oder? Ja. Nee, die haben das Schloss herum gebaut um den Globus. Der Globus ist aus Metall. Ich sehe keine Schweißnaht. Mhm. Ein riesiger Steinblock mit einem Geheimfach. Aber da ist nichts mehr drin. Ich hatte es vor dem Schlossbrand schon entdeckt. Ein riesiger Stein. Okay. Mhm. Irgendwie sind mir Hunde mittlerweile suspekt. Teezimmer. Ist ja wohl leer. Pferdezucht wurde hier mal ganz groß geschrieben. Die Skulptur stammt wahrscheinlich aus dieser Zeit. Pferdezucht wurde hier mal ganz... Der Sockel ist vermutlich aus Marmor. Der Sockel ist okay. Vermutlich... Wir müssen da irgendwas mit den Sachen machen. Wenn normalerweise einmal anklicken, das sagt ein Sprüchlein und dann wird der Mauszeiger hier eigentlich grau. Aber das passiert ja nicht. Also ist es ja noch Teil von einem Rätsel. Maria, die Mutter aller Statuen. Hässliche Dinger. Ich weiß nicht, was manche Leute an Statuen von nackten Kindern mit Flügeln so toll finden. Das sind alles Pädophile. Die Uhr ist stehen geblieben. Wahrscheinlich schon im letzten Jahrhundert. Geht doch noch. Was sind das denn für Flecken? Sieht wie Schimmel aus. Oh, gesund ist was anderes. Was sind das? Sieht wie Schimmel. Okay. Eigentlich ganz hübsch, diese Straußeneierbecher. Rechnungen, 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 Kontoauszüge. Leere Briefumschläge. Von wem ist der hier? Città del Vaticano, Roma, Italia. Der ist vom Vatikan. Was hatte Victoria denn mit dem Vatikan zu schaffen? Die hat eine Affäre mit dem Papst. Was wäre eine Teestube ohne eine Teekanne? Diese hier wird als Blumentopf missbraucht. Vermutlich hingen hier früher Bilder. Entweder sind sie beim Brand zerstört worden oder man hat sie abgehängt, um renovieren zu können. Mhm. So, was sagen die Kontoauszüge? Leider. Alle 3 Monate gibt es einen Geldeingang von 6.000 Pfund. Kein Hinweis von wem, hier steht nur, dass er von Hand einbezahlt wurde.
Der letzte Eingang ist schon 4 Monate her. Und vor 2 Wochen wurde fast alles abgehoben. Von Valentina Antolini? Mit einer Bevollmächtigung von Victoria Gordon. Das war wohl das Geld für die Handwerker. Mhm. Jetzt muss die alte fragen, wo das Geld geblieben ist, oder wie? Ein leerer Umschlag. Er trägt das Wappen des Vatikans. Dem Stempel nach wurde er vor 2 Wochen abgeschickt. Klasse. Ah, komische Flecken an der Wand. Ja, kann ich ja irgendwas mit der Wand anstellen. Ich scrollen, ne, ja. Alle Statue. Habe ich da irgendwas in meinem Inventar zum Interagieren? Nee. Na gut. Bibliothek, Küche, Wappen. Das Wappen der Gordons. Recht unspektakulär. Ich hätte eher einen feuerspeienden Drachen erwartet oder einen Greifvogel mit blutigen Krallen. Ja, wünschte dir vielleicht. Na ja, gut. Das ist ja wieder hier so. Beginn von einem Kapitel, wo du dann einen neuen Ort hast, wo du da erstmal alles anklicken müsst. Ist auf jeden Fall heiltreu, dass sie da sehr viel entsprechen. Große Baustelle. Aber wie schon gesagt, da kommst du erstmal in den Raum, bist ja alles sehen, ausprobieren und dann bist du wieder Ewigkeiten da und da labert nur Scheiße. Unwichtige Scheiße. Das ist eine Rolle Baufolie. Die Handwerker sollten damit eigentlich den Boden abdecken, damit sie nicht alles dreckig machen. Aber bei der Bude hier ist das mittlerweile egal. Ich lasse sie hier liegen. Falls ich Baufolie brauche, weiß ich ja, wo ich sie finde. Wieso der Bauschutt in die Schlosshalle geleitet wird und nicht nach draußen, wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben. So. Ah. Die Bibliothek sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ein bisschen unordentlich, aber ansonsten, naja. Das ist die einzige Stelle in der Bibliothek, die vom Feuer angegriffen wurde. Zum Glück. Ein altes Wandgemälde. Sieht aus wie das Abendmahl. Die Kerzen sind alle runtergebrannt. Ach, egal, ich hatte eh nicht vor, sie anzuzünden. Bibeln und religiöse Texte. Einige Ausgaben sehen verdammt kostspielig aus. Gut, dass das Feuer hier nicht gewütet hat. Die Encyclopædia Britannica in mindestens 3 Ausführungen. Wird es jemals ein größeres Nachschlagewerk geben? Shakespeare-Dramen, Shakespeare-Tragödien, Shakespeare-Komödien. Das wird das Regal für meine Comicsammlung. Ja, da sind schon große Pläne, wie ich sehe. Bücher über Pferde, Pferdezucht, Jagdhunde, Polo. Ist egal, so. Hat hier. Die Hobbys der Gordons. Ich werde mir hier einen Computer reinstellen. Gute Idee. Ja, aber auf jeden Fall für jedes Regal ist ein Durchbruch auf Rat. Die Bücher hier haben alle lateinische Titel. Damit kann ich nichts anfangen. Geschichten, Abenteuer und Märchen. Dickens, Defoe, Anderson, Jules Verne. Das sind vermutlich die aktuellsten Bücher in dieser Bibliothek. In der Ecke steht eine reich verzierte, mächtige Säule. Auf ihr ruht das Gewicht des Schlosses. In der Ecke steht eine reich verzierte... Ich würde mich gerne einen Moment ausruhen. Endlich mal ausruhen. Und du? Was? Ja.
Als wäre das Bücherchaos nicht schon genug, hat man auch noch alle Schubladen rausgezogen. Was haben sie denn überhaupt hier gemacht? Irgendwer scheint hier die Funktion des Bücherregals nicht verstanden zu haben. Die suchen irgendwas. Die Bücher. Lass mal grunzen. Ganz genau, Chat. Hinter erstmal. Unser Adrian. Da ist bestimmt eine Minibar drin versteckt. Interessiert mich aber jetzt nicht. Erstmal saufen. Stammbaum. Der Stammbaum meiner Familie. Der Stammbaum meiner Familie. Oh, Nepping, genau. Zu Telefon. Neues Kapitel. Da rufen wir hier wieder unsere Wahrsagerin an, was sie da hier für eine schöne Geschichte erzählt. Ring, ring. Hallo, Madame Fortuna. Adrian, ich wusste Sie. Ich bin der beste Kunde. An. Wer auch sonst? Stopp. Hier haben wir den Herrscher. Am Apparat. Stand aber auch in jeder Zeitung. Wie? Nein, die Karte, Adrian. Die Karte des Herrschers. Sie gewinnen an äußerer Kraft und Stärke, haben einen starken Willen. Und ich sehe den Tod. Jeden Tag. Mal wieder. Ein Bär wird sie auf Schritt und Tritt verfolgen und verschlingen. Ein Bär! Auf Schritt und Tritt? Was zum... Geil. Sie können den Bären besiegen. Wie kann ich den Bären besiegen? Räumen Sie den Weg für den Bären frei. Dann wird er Sie am Leben lassen. Den Weg für den... ja... Danke. Klasse. So ein Blödsinn. Du hier. Ich hab doch die Karte meines Anwalts. Und du an. Ring, ring, hallo. Anwaltskanzlei Jones. Hallo, Dr. Jones. Adrian Gordon hier. Mr. Gordon. Na, wie stehen die Quoten? Wegen der Kaution. Ach, da wollte ich Sie noch anrufen. Tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Ein gewisser Charles Murray aus Willow Creek hat die Kaution beim Richter hinterlegt. Kennen Sie den Mann? Nur zu gut. Aber ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich das schon selbst herausgefunden habe. Ist er ein Freund von Ihnen? Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Je mehr Unterstützer Sie in Ihrem Fall bekommen können, desto besser. Na, Freund ist er nicht. Das macht sich immer gut vor Gericht. Leute mit vielen Freunden und Fürsprechern. Prima Sache. Weiter so. Ausgezeichnet. Ja. So. Erbe. Dr. Jones, kennen Sie sich mit dem Erbschaftsrecht in England ein bisschen aus? Ungefähr so gut wie ein Boxer mit Synchronschwimmen. Also gar nicht. Und das ist noch gut geschätzt. Haben Sie Probleme mit dem Erbe? Ich könnte mich umhören. Ach, nicht so wichtig. Ich frage einfach den Notar. Der müsste es wissen. Auf Wiederhören, Dr. Jones. Auf zur nächsten Runde, Mr. Gordon. Sieh. Boom. Der Stammbaum meiner... Ah, ein Schneuer ist okay. Dann gehen wir mal weiter. Wir sehen aber, da was hinten. Du. Ja, Küche. Was gibt es in der Küche zu sehen? Und was Neues? Topf. Ein leerer Topf? Momentan habe ich keine Idee. Hallo. Die Tür ist verschlossen. Oh nee. Du für Tür. Habe ich irgendwas zum Aufmachen? Hallo Tür. Nee. Schloss ja und kein Schlüssel haben für unsere Türen. Hey. Gibt's doch nicht. Hier war ich. Gut. Treppe hoch. So, Victorias Zimmer. Zimmer leer. Ein Paravent. Der soll ungebetene Blicke fernhalten. Ah ja. Da stehen jede Menge Kleiderschränke. Vermutlich Victorias Ankleideraum.
Das ganze Zeug geht in der Altkleidersammlung, ja, Sir. Ein Plüschhocker. Wie viel ist hier im Raum in Rot gehalten? Das sind die Überwachungsgeräte und Medikamente von Victoria. Hätte Miss Antolini die nicht mitnehmen müssen? Oder kommt jemand anderes von der Diakonie, um sie abzuholen? Werde ich mich wohl drum kümmern müssen. Da gibt's sowas wie Diakonie in England überhaupt? Schottland, wo die sind? Die weiße Frau. Das große Mysterium. Hier. Was soll das? Das Blut ist weg, aber da ist ein schwarzer Fleck, genau da, wo ich das Bild berührt habe. Oder war der vorher auch schon da? Nein, ich fasse es lieber nicht nochmal an. Na ja, gut. Wenn man da rausschaut, könnte man glauben, draußen wäre tiefster Winter. Oder liegt das an der Kälte hier im Zimmer? Na, Gasrechnung nicht bezahlt, ihr. Ein Regal mit Büchern, Souvenirs und Schatullen. Wahrscheinlich voller Erinnerungen. Da ist Victorias Schmuck drin. Ringe, Halsketten und Ohrringe. Erinnert mich an das Schloss von Lady Eleanor in Wales. Aber zu seinen besseren Zeiten. Als ich dort vor 3 Wochen von Tom gefangen gehalten wurde, war es schon halb im Moor versunken. Theoretisch haben wir ja jetzt auch Rückkehr von dem Schloss. Da werden ziemlich dicke Fische auf dem Bild ausgenommen. Signiert ist es mit W. Gordon, 1921. Okay. Haarbürsten, Schminkutensilien, Cremes. Ja, Kosmetik interessiert mich nie. Ein Küsschen. Da ist Victorias Schmuck drin. Ja. Ein riesiges Eichenbett. Vermutlich war es früher das Ehebett von William, starb vor über 12 Jahren. Na, ist vom Turm gesprungen, ist er. Naja, hier, da haben wir das alles mal ein bisschen angeguckt. So schön, können wir jetzt zum nächsten Raum gehen. Ja, schöne Couch. Hier. Das ist Roberts Zimmer. War auch Roberts Zimmer. Ah, ja. Grüne Geisterfunzeln. Sehr heimelig. Ein Stapel alter Bilder. Wie es aussieht, konnten sie vor dem Feuer gerade noch gerettet werden. Viele davon sind ein wenig angeschwärzt. Ein Stapel alter Bilder. Okay. Nichts Neues. Eine Matratze scheint mir doch etwas untypisch für ein Versteck der Gordons zu sein. Da stehen angetrocknete Farbeimer. Wer weiß, ob diese Wände jemals damit in Berührung kommen werden. So schön weiße Wände, das wäre doch was. Die hässliche Tapete von früher. Boah, nee. Okay, sonst irgendwas. Ah, hier Waffen. Oh. Schöne Zweihänder. Ah, geil. Geschliffenen Stahlklingen. Lieblos an die Wand gedübelt. Und auch noch neben einem ordinären Morgenstern, wie ihn nur Räuber und Gesindel schwingen. Wer immer diese Waffen hier aufgehängt hat, hatte keine Ahnung davon. Geil. Bring's alle um, Adrian. Kisten voller Kram. Hätte vermutlich auch niemand vermisst, wenn sie verbrannt wären. Ja gut. Es gibt in dem Gang nur noch eine Tür und die ist abgeschlossen. Die Tür dort ist abgeschlossen. Abgeschlossene Tür? Ja, nochmal Schlüssel brauchen wir, ja. Haben wir irgendwas zum Öffnen? Klappt das? Seltsam. Keiner der Schlüssel passt. Ja, klar nicht. Das ist ja Schlüssel vom Füll. Okay. Hier haben wir jetzt auch alles angeguckt. Wir wissen jetzt nicht sehr viel mehr. Mal zurück zur Halle.
Küche bauen wir. Geh mal hinten raus. So, Miniere gucken, ja. Ich glaube, das ist einer dieser Menhire, die Victoria erwähnt hat. Sie soll mir den Eingang weisen, nur wohin und wie? Tja, das große Mysterium bisher. Ich glaube, das ist einer dieser Menhire. Wohin und wie? Boah, die Tür ist ja fast am Rahmen festgerostet. Das Gewächshaus hat Louis auf jeden Fall mehr als 3 Wochen nicht mehr von innen gesehen. Hier müsste dringend aufgeräumt werden. Willkommen im... Hier ist die eine Hälfte vertrocknet und die andere vergammelt. So sieht es aus, wenn der Gärtner der Mörder ist. Oder sich, wie Louis, von einer Mörderin einspannen lässt. Tja. Gartenschlauch. Was haben wir denn da? Einen Gartenschlauch? Schläuche haben mir bisher immer Glück gebracht. So viel Zeug in unserem Inventar. Ey, das gibt's doch nicht. Eimer hier. Das ist ein Wassereimer. Nimm den mit. Mit einem Loch drin, geil. Gewesen. Naja, vielleicht kann ich ihn für etwas anderes brauchen. Und einfach nur alles in unserem Inventar. Eine Statue. Soll das die weiße Frau sein? Eher nicht. Zu leicht bekleidet. Oh Mann, ich sehe sie schon überall, auch wenn sie es gar nicht ist. Trotzdem schade, dass sie so beschmiert wurde. Eine Statue. Soll das die weiße Frau sein? Eher nicht. Oh Mann. Stiel. Das war wohl mal eine Harke. Jetzt ist es nur noch ein langer Holzstiel. Der untere Teil ist abgebrochen. Eine vertrocknete Pflanze. Hier auf dem Schild steht, es handelt sich um einen Hügelbaldrian. Eine vertrocknete Pflanze. Na du. Nichts weiter. Ich glaube, hier sind wir erstmal so weit durch, würde ich sagen. Dann quasseln wir nochmal mit den Leuten hier vorne und dann... Steve, der fleißigere von den beiden Handwerkern, möchte zu gern wissen, warum er Löcher in mein Schloss bohrt. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Hey Steve. Ja? Warum bohren Sie Löcher in das Schloss? Ganz einfach. Das Löschwasser hat den Grundmauern ganz schön zugesetzt. Sie haben sich wie ein Schwamm vollgesogen. Wenn wir die Feuchtigkeit nicht aus den Mauern bekommen, fängt das ganze Schloss an zu schimmeln. Und durch die Löcher läuft das Wasser ab? Kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich nicht. Die Löcher bohre ich für diese Kartuschen hier. Da ist eine Flüssigkeit drin, die im Mauerwerk kristallisiert und damit das Wasser bindet. Aha. Soweit ich weiß, gibt es da sowas, wenn du hier Grundfeuchte hast, wenn da von unten nach oben das Wasser geht, ne? Oder dass da irgendwie wie Löschwasser, was von oben nach unten geht, dass da irgendwie, dass man da irgendwie so ein Problem lösen kann, das ist mal neu. Arbeiten Sie für umsonst? Nein, Sir. Aber im Gegensatz zu Greg glaube ich, dass Sie genug Geld haben. Haben Sie doch, oder? Ich besitze ein Schloss, oder nicht? Natürlich. Ich meinte ja nur. Es gibt doch in letzter Zeit immer wieder Geschichten über verarmten Adel. Und das Schloss sieht auch nicht mehr so frisch aus. Ach, ich kümmere mich schon drum. Weiß. Wer weiß. So. Das ist Greg. Er schaut Steve bei der Arbeit. Hi, Greg. Hey, Adrian. Haben Sie die Finanzen geklärt? Noch nicht. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Warum liegen in der Bibliothek eigentlich die ganzen Bücher kreuz und quer im Raum verteilt? Da müssen Sie Miss Antolini fragen. Die hat sich da öfter eins gegriffen. Hatte anscheinend nicht viel zu tun. Ständig gelesen. Na, guck ein, ja.
Diese medizinischen Geräte in Victorias Zimmer, werden die irgendwann abgeholt? Davon gehe ich aus. Sind vermutlich nicht gerade billig. Das wird sich die Diakonie sicher zurückholen. Diese Miss Antolini, wo ist sie überhaupt hin? War nicht einmal zur Beerdigung da. Was weiß ich. Ist wohl wieder ins Kloster zurück. Fragen Sie doch mal den Pfarrer. Er spielt im selben Verein. Gute Idee. Und von ihr haben Sie den Auftrag bekommen, das Schloss zu renovieren. Richtig. Hat uns abgeworben. Waren vorher beim alten Murray für den Hungerlohn. Hier bekommen wir das Doppelte. Aha. Und woher hatte sie das Geld? Na, von der alten Lady Victoria. War ja schließlich ihr Schloss. Wie kam diese Miss Antolin dazu, die Handwerker abzuwerben und die Bauarbeiten zu leiten, wenn Victoria mit ihr angeblich kein Wort sprach? Es ist mir sowieso schleierhaft, wie das mit dem Geld geregelt wurde. Auf dem Familienkonto sind gerade mal 100 Pfund. Moment mal. Vielleicht hatte sie auch nur einen Teil auf der Bank. Alte Leute bewahren ihr Vermögen gern zu Hause auf. Unter Kopfkissen und Müssen wir mal gucken. Hatten alte Schlösser nicht auch eine Schatzkammer? Unten im Kerker? Ein Berg voller Gold und Edelsteine? Ganz genau. Mit einem feuerspuckenden Drachen als alles klar. Was? Ja. Ich habe mir gerade Gedanken über ihr Gehalt gemacht. Hoffentlich kommt da etwas bei raus. Ich habe keine Lust, wieder bei Murray anzuheuern. Das eine Zimmer auf dem oberen Korridor ist abgeschlossen. Das von Miss Antolini? Ja, das hat sie immer abgeschlossen. Hatte wohl Angst, dass wir sie nachts besuchen kommen. Wie kommt es, dass ich als Schlossherr keinen Schlüssel dafür habe? Wahrscheinlich hat sie ihn mitgenommen. Können Sie die Tür für mich öffnen? Wozu? Das Zimmer ist doch schon komplett renoviert. Miss Antolini wird die nächsten Tage sicher nochmal hier auftauchen oder den Schlüssel zurückschicken. Und wenn nicht? Dann kann ich Ihnen die Tür immer noch demolieren. Vielen Dank auch. Wo ist die Schatzkammer? Wir haben hier im Schloss nicht zufällig eine Schatzkammer entdeckt. Wären wir dann noch hier? Vergessen Sie die Frage. Ich weiß gar nichts. Ich glaube, ich gehe da mal ins Dorf und ziehe da mal weiter, wenn ich da was finde. Zwei Speichern. Okay, ab ins Dorf, sage ich mal. Terminiere sagen wir überhaupt nichts. Ich glaube, wir müssen da auch mal in das Museum gehen. Die haben ja dort die Familienchronik. Die könnte ja irgendwie wichtig sein. Irgendwas Neues. Nee. Ich habe momentan keine Lust, mit irgendjemandem aus dem Dorf zu sprechen. Oh, nee. Vielleicht wenigstens zur Kirche gehen. Hier hin kann ich, aber dann hier ins Dorf geht? Nee. William Gordon, mein Urgroßvater. Einer von denen, die 1981 starben. Also kann er schon mal nicht anonym bestattet worden sein. Das haben wir doch schon geklärt vorhin. Im letzten Kapitel. Übersetzt steht hier, siehe das Lamm Gottes, das... Den Rest habe ich schon wieder vergessen. Du Molle. Oft meine Familie, hier ist nichts. Können wir irgendwie zum Pfarrer, hintergehen und da ich mal fragen. Ah, hier, unser liebster Freund. Die Glasscheibe ist locker. Die nehme ich mit. Mich mit? Zack. Nee, oder? Nee. Geht da nicht durch. Oh, scheiße. Komm, geht zurück. So, ja, Totengräber. Ist hier noch irgendwas? Häuschen. Hallo? Hallo? Keiner da. So, hier ist nichts Neues. Ich lasse ihn vorerst seine Ruhe. Na, hier ist man ja schon mal ein bisschen weiter, sozusagen.
Das ist das Grab von Sally. Sie wurde ermordet. Ja, ich weiß, dass ich mit dem Waffe reden sollte. Lieber Chat. Aber ich gehe da erstmal außen rum ein bisschen. Informationen sammeln und dann habe ich vielleicht mehr Sachen zum Fragen. Uralte Grabsteine. Wie es aussieht, hat sich das Design seit Hunderten von Jahren nicht geändert. Okay. Die Kirche von Wormhill. 800 Jahre alt und ohne Turmspitze. Sehr ungewöhnlich. Na gut. Kirchentür. Ist hier irgendwas? Nee, hier. Ist auch nichts mehr. Hallo, Vater. Willkommen zurück, Adrian. Ach, die Geschichte schon wieder. Ich möchte noch einmal die Geschichte von Markus. Dort soll doch die Akademie brannte 1500. Gut, aber dazu gibt es verschiedene. Ich habe im Grunde Sie, die Story nicht nochmal an. Vielleicht, oder Sie haben das Land von der Kirche geschenkt bekommen. Danke, Vater. Zu Antolini. Miss Antolini, die Krankenschwester von Victoria. Was wissen Sie über sie? Sie wurde von der Diakonie geschickt. Die haben sehr gut ausgebildetes Pflegepersonal. Kompetent und vertrauenswürdig. Persönlich kannten Sie sie nicht? Ich kenne die Leiterin der Diakonie, Mrs. Paft. Sie ist die Frau des Bruders der Bürgermeisterin, Mrs. Paft, also ihre Schwägerin. Er ist in Zucht. Ah, aber Miss Antolini haben Sie nicht kennengelernt? Ich habe sie ein paar Mal gesehen, wenn ich Lady Victoria besucht habe. Machte einen netten Eindruck. Ich bin der letzte Gordon. Das klingt nach dem letzten Mohikaner. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für mich? Mein Sohn, du musst ja nicht der Letzte bleiben. Es liegt an dir, ob es das Ende deiner Linie ist oder ein neuer Anfang. Musst du. Also, falls ich mich dazu entschließen sollte, katholischer Pfarrer zu werden, dann wäre es wohl eher das Ende. Ah, da das spielst du nur mit Klickern rum. Überleben. Dein Erbe ist ja nicht nur spiritueller Art, sondern auch materieller. Da wäre das Black Mirror Anwesen zu verwalten. Vermutlich auch das in Wales. Ganz eine genau. Große Verantwortung. Aber auch ein großes Geschenk. Und wie sieht es mit Ihrer Kirche aus? Die wurde doch von Marcus Gordon erbaut. Dann gehört sie wohl jetzt auch mir. Ja. So groß ist das Geschenk nun auch wieder nicht. Marcus Gordon ist zwar der Erbauer, aber er war auch ein treuer Sohn der Kirche. Und gab immer alles an sie zurück, was er von ihr bekam. Die Kirche von Wormhill gehört allein sich selbst. Und natürlich den Menschen hier. Na gut. Danke für die Hilfe. Macht mir ja nicht so viel. Der Herr möge dich auf deinem Weg begleiten. So. Hier kann ich nicht, da kann ich nicht. Ja. Das, ah, ja. Xaus. Schlösstuhr. Ein leerer Briefkasten. Zum Menü. Ich glaube, das ist einer dieser Menhire, die wir... So, kann man den irgendwie eintragen in der Karte? Ah, ja. Get this. Vielleicht ist die Anordnung der Menhire wichtig. Ich trage ihn mal in meine Karte ein. Ich lege mir ein Blatt Papier auf die Wanderkarte. Dann kann ich mir wichtige Informationen darauf notieren. Na gut. War ich mal so schwierig. So. Ich mache ein Kreuz an der Stelle, wo dieser Menhir steht. So. Das sind zwei.
Jetzt habe ich schon 3 Menhire eingetragen. Fleißiger Bursche bist du. So. Das ist der 4. Mhm. Hier irgendwie Menhire. Kackstatue. Und die als Menhir zählen, ja. Nee, geht nie. So. Sehe ich Unwissen, ja. Ja, Tagebuch. Genau, der Wolf of Murray. Foto von Angelina, die weiße Frau, der Fluch. Dann. Ja, mal Bargeld auftreiben, sonst wollen sie wieder zu Murray. Erstmal sehen, ob sie überhaupt um die. Jedenfalls steht, der Kontoauszügen gibt es alle 3 Monate eine Hand. Geldeingang vom 6.500 wahrscheinlich hat Victoria eine. Wie viele alte Menschen Angst, zu viel Geld bei einer Bank zu haben, aber sie muss das entweder Geld ja irgendwo lagern, nur wo soll das. Aha. Blackmore Castle ist jetzt mein Schloss, das kann ich noch gar nicht so recht glauben, aber es hört sich gut an. Ich bin der Schlossherr. Ein Schlossherr mit Schlüsseln? Am besten. Ich schaue mich erstmal um und probiere aus, wohin der Schlüssel alle passen und dann bleiben die Türen geöffnet. Geheimnisse soll es für mich nicht mehr geben. Okay, sind das meine Schlüssel, die ich habe, oder? Schlüsselbund. Ah, das ist mein Schlüsselbund. Ich dachte, das ist davon Will. Na, gucke an, da gehen wir wieder ins Schloss rein und gehen erstmal in den Keller runter. Genau, ja. So, kann ich das Ding einzeichnen? Ja, Globus. Warum sollte ich den Globus auf meine Karte einzeichnen? Warum nee? Grundstein. Warum sollte ich den Globus auf meine Schnauze. Karte? Vertrau mir! Passender Schlüssel ist dabei. Die Tür ist aufgeschlossen. Und ab in den Keller. Der Keller ist hier neu designt, ja. Aber macht man schon mal ein bisschen Angst. Jetzt hat man wie zuletzt auch hier. Ich speichere einfach mal. 2 Spielstände müssen doch genug sein. Vorstellen. Perfekt. Das sind Rohrschellen. Sowas wie Kabelbinder aus Metall. Extrem nützlich. Schnell aushärtender Bauschaum. Extra stabil. Bestens geeignet für Feuchträume. Mhm. Ich nehme an, dass in diesen Fässern Wein lagert. Aber so alt wie hier alles ist, könnte der schon Essig sein. Ja. Das Schloss ist fast abgebrannt. Kein Wunder, dass es überall dreckig ist. Jetzt ja ein bisschen sauber machen. Der Eimer ist bis zur Hälfte mit einem weißen Salz gefüllt? Vermutlich Streusalz. Das ist in England. Schneit dort kaum. Der Eimer ist bis zur Hälfte. Aha. Warum sollte das Kellerlicht in Black Mirror Castle auch funktionieren? Eine Steckdose. Ob da Strom drauf ist? Prima. Ein Verlängerungskabel. Mhm. Putzkram ist da.
nur niemand zum Saubermachen. Müssen wir ein paar Leute anheuern? Eine Stehleiter, wie man sie zum Auswechseln von Glühbirnen verwendet. Oder um sich zu erhängen. Na gut. Geh ich mal in den Keller runter, du. Hier ist es finster wie in Mordreds armer Seele. Also da gehe ich nicht weiter. Victoria hat ihr Geld sicher nicht im Keller versteckt. Victoria hat ihr Geld. So, ich hab doch jetzt eine Steckdose. Nee, werde ich nie benutzen zusammen. Na ja, gut. Was denn auf der Suche des Geldes? Wir suchen das Geld. Wo ist das? Wo sind die Moneten? Ein Inventar so voll, dass es nicht mehr geht. Ganz genau, das Inventar wird immer voller. Grundstein. Jetzt schauen wir doch mal in ihren Zimmern nach. Da ist Victorias Schmuck. Was ist mit der Matratze? Geht es? Passt perfekt. Jetzt hat der Eimer einen Glasboden. Richtig geil. Ausschäumen. Rutschen. Schlauchschen mit Schlauch. Hat volle Halskette. Nee. So. Dann doch hier diese. Was ist denn hier auf die Zettel? Des Hüters dritte Tugend sei Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, so wie okay. Das Wasser jeden Tropfen aufnimmt und zu einem mächtigen Ozean heranwachsen lässt, so soll jeder Hilferuf gehört werden und ein Meer... Okay. Das war ja die Nachricht, die wir erhalten haben. Die Tür dort ist abgeschlossen. Irgendwas zum Tür aufmachen. Unser Schlüssel da hat ja nicht geklappt. Hier nochmal. Ist ja auf jeden Fall ein Haufenweise. Was? Eine Matratze. Eine Matratze scheint mir doch etwas untypisch. Irgendwas zum Kombinieren hier. Melde. Ruf meinen Bock gemeldet, das machst du doch gleich Geld. Ich hab doch keine Ahnung, Leute. Der Globus ist aus Metall. Ich sehe keine Schweißnaht. Noch irgendwas machen? Das mit unserer Karte. Wir haben doch da hier irgendwas eingezeichnet, hat er gemeint. Ich sehe hier nichts eingezeichnet. Was haben wir denn sonst noch? Und die Männer sind die Steine, die rund um das Schloss stehen. Ich kann niemanden mehr danach fragen, aber ich werde die Sache nachgehen. Der Fluch? Ja, Fluch. Ist tot. Victoria okay. Ist tot. Sie hat mir so viel erklärt, dass ich kaum weiß, ob ich alles gemacht habe. Es gibt zwei Varianten des Fluches, um alles löst zu werden. Der eine einfache hatte mein Vater gewählt, den Selbstmord. Er dachte, dass Mordred dadurch besiegt werden wird. Leider der letzte männliche Nachfahre, der Gordonspar. Von mir wusste er nichts. Ich will nicht den gleichen Fehler machen. Victoria sagte, es gäbe ein Buch, in dem alles steht und das mir den Minieren den Weg weise. Meinte sie das Buch aus dem Ritualraum? Mordreds Buch. Und die Minier sind der Stein, die rund um den Schuss stehen. Ich kann niemanden mehr danach fragen. Na gut,
Sind da noch mehr von den komischen Dingern? Hier überall. So, Marmorsockel. Können wir den einzeichnen? Nee. Ja, und was finden? Nee. Okay. Schön, dass wenigstens einer habe. Hi, Greg. Hey, Adrian. Haben Sie die Finanzen geklärt? Nein, noch nicht. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Im Keller gibt's kein Licht. Ist bekannt. Vorerst wird das auch so bleiben. Das Löschwasser hat den ganzen Keller geflutet und dort unten liegen überall Stromkabel. Viel zu gefährlich. Ja, du, Gugan. Victoria hat ihr Geld. Will nicht in die Keller rein. Was ist mit unserem Salz hier? Können wir das irgendwie verwenden? Mach mal einen Eimer voll Salz. Oder nimm einfach den Salzeimer und renn damit weg. So, Verlängerungskabel. Hat hier irgendwas? Ich schalte. Uni morgen. Ist ja nie. Lampe oder so. Okay. Chat, was denken ihr? Was sollen wir denn da als nächstes machen? Ach ja. Holzstiel. Mit Rohrschellen verbinden. Das geht. Jetzt habe ich nichts gebastelt. Ich habe die Rohrschellen am Stiel angebracht. Theoretisch könnte man jetzt noch mehr daran befestigen. Dann? So, was machen wir denn sonst noch? SM? Jetzt haben wir eine Angel. Und sowas. Hervorragend. Damit habe ich eine Art Enterhaken. So, was mache ich denn damit nur? Kann ich jetzt was verbinden mit der Karte? Ah, hier. Hier. Perfekt. Das X markiert die Stelle, Leute. Hier. Ich habe ein Quadrat. Was ist das hier? Vielleicht soll ich nochmal zur Kirche gehen und da nochmal alles absuchen. Vielleicht sind da noch mehr Meniere, die ich da irgendwie verbinden könnte. Wir sollten dann noch mal ein bisschen nach den Minieren gucken. Immer so ein Zufall oder so ein Gefühl. Da steht keine rum. Ich lasse ihn vorerst sein. So nichts. Hier hinten beim Ralph, hat der irgendwas für uns? Ich lasse Ralph erstmal seine Ruhe. Okay, hier ist auch nichts.
Hm? Ich habe momentan keine Lust mit irgendjemandem. Ein leerer Briefkasten. Die beiden Nasen. Schlossgarten. Leiter? Eine Leiter. Wer weiß, wann sie hierher. Hier, ein Teppich. Sehr ungewöhnlich, einen Teppich in ein Gewächshaus zu legen. Vielleicht verdickt er ja irgendwas. Aha. Die Fugen zwischen den Kacheln sind nicht gefüllt. Die Kacheln sind hier nur locker nebeneinander gelegt. Die Schatzkammer. Ausgezeichnet. Die Kacheln waren hier nur lose draufgelegt. Sie verdecken eine Bodenluke. Da. Perfekt. Werden da nicht seine Schätze im Kartenhaus liegen? Auf jeden Fall weit runter. Sieht aus wie ein alter Brunnenschacht. Ah, hier der Geldkoffer. Da liegt ein Koffer auf einer Art Mauervorsprung. Wer den da wohl deponiert hat? Wer auch immer den Koffer dahingelegt hat, wollte nicht, dass da einer rankommt. Und ich brauche hier so etwas wie eine Angel oder einen Stock mit Haken. Den Stock mit Haken haben wir ja schon. Warum wir den gebastelt haben, haben wir nicht gewusst, aber wir haben den ja hier. Stock mit Haken. Zack. Jetzt bloß nicht ungeschickt anstellen, sonst fällt er vom Sims. Und wups. Ja, jetzt haben wir die Kohlen. Hab ihn. Hab ihn. So, richtig nice. Ein schwarzer Plastikkoffer. Mal sehen, was drin ist. Die Kohlen. Was ist denn mit den Kohlen? Ein 10-Pfund-Schein? Eine Flasche Wein und? Ein Notizbuch. Vielleicht verrät mir das den Besitzer. Hier auf der ersten Seite steht Henry Stanton. Das ist ja schon kurz seit langer Zeit. Denn notiert? Das ist ja interessant. Scheint so eine Art Spitzel gewesen zu sein. Zumindest hat er hier akribisch festgehalten, wann sich welcher Schlossbewohner in der Teestube aufgehalten hat. 15 Uhr. Tea Time beendet. Victoria vergisst wieder, das Pferd zu schließen. 15.15 Uhr. Bates kontrolliert den Verschluss. Notiz: Der Schlüssel ist am alten Dirkham Gordon versteckt. 16 Uhr. Teezimmer leer. Gelegenheit nutzen. 16.30 Uhr. Besuch von Dr. Herman. So, wir haben ja die Statue im Teezimmer. Und wie es aussieht, ist da ein Safe drin. Und Henry, das war ja der alte Gärtner im ersten Teil, den der Bruder Könnis des ersten Teils umgebracht hat. Und wie es aussieht, wollte er da ein bisschen Geld klauen. Wir wissen jetzt, wo der Tresor ist und dass der Schlüssel am Dirkham Gordon versteckt ist. Also, es wird ja wahrscheinlich ein Bild sein. Wahrscheinlich eins von den Bildern, was wir da oben in Roberts Zimmer gesehen haben. Na gut, wir haben 2 Anhaltspunkte und da gehen wir jetzt mal hin. Und so in der Art geht es weiter. Außerdem ist hier noch eine Zeichnung von einem Pferd. Ja, ist gezeichnet. So, da gehen wir mal jetzt mit unserer Karte erstmal dort ins Schloss hinein. Und dann gehen wir erstmal hoch in das Zimmer, wo dann die Bilder kriegen. Dort sind ja die Bilder deponiert. Und da wird da eins dabei sein, wo ein Schlüssel dahinter ist. Ja. Kann ich mir so vorstellen. Oh, hier ein Schlüssel. Vielleicht ist dieser Dirkham Gordon ja hier dabei.
Also, es steht zumindest kein Durkheim Gordon dran. Die einzigen Namen sind Lillian, Gamor und Lothar Gordon. Die restlichen Bilder haben nur Jahreszahlen. Wenn ich wüsste, wer von denen wann gelebt hat, könnte man die Auswahl etwas eingrenzen. Wenn ich wüsste, wer von denen wann gelebt hat, könnte man die Auswahl etwas eingrenzen. Haben wir jetzt das nächste Rätsel, ne? Ist das denn nicht schön? Etwas eingrenzen. Na gut, machen wir das doch mal so. Runter ins Teezimmer und schauen wir mal. Nicht wieder lang. Das Teezimmer, nicht hier. Teezimmer. So, hier müsste. Also, Fury, wo ist dein Geheimnis? Der Tresor drin sein. Ah, hier. Löcher. Aha. 7 kleine Löcher nebeneinander. Könnten zur Belüftung dienen, falls da drin irgendeiner von Mordreds Kollegen wohnt. Sieht aber eher so aus, als müsste man da irgendwas reinstecken. Wenn das mal kein Knopf ist. Nichts passiert. So. Brauchen da irgendwas zum Reinstecken. Das müssen wir erstmal wissen. Das ist das Pferd, von dem Henry in seinen Aufzeichnungen geschrieben hat. Das ist das Pferd von... So. Was sind das denn für... Sieht wie Schimmel aus. Sind das was anderes? Ja, okay. Ich will noch irgendwas machen mit unserem Schimmelfleck. Kann man in die Stadt gehen? Nee, kann man nicht. Jörg im Gordon. Gehen wir mal zum Fahrrad, der hat doch so eine schöne Geschichte gehabt. Vielleicht kommt da uns was über einen Dirk im Gordon erzählen. So. Hallo, Vater. Willkommen zurück, Adrian. Ich möchte noch einmal die Geschichte von Marcus und Mordred. Sehr gerne. Marcus hat seinen Bruder Mordred im Jahre 1213 im Zweikampf erschlagen. Daraufhin hat er, um seine Tat zu sühnen, diese Kirche hier erbauen lassen. Einige Jahre später ließ er, dort sollten die Chroniken der Gordons aufbewahrt werden, unter anderem, doch die Akademie brannte 1512 komplett nieder. Die meisten Chroniken wurden dabei zerstört. Alles, was... Gut, aber diese ganzen Geschichten beginnen immer damit, dass Marcus seinen Bruder erschlagen hat. Dazu gibt es verschiedene Thesen. Ich habe aber auch irgendwo gelesen, dass sie sich um eine... Im Grunde geht es darum, dass Marcus Gordon als der gläubigere und standhaftere Bruder der beiden gesiegt hat. Wissen Sie, ob die Brüder hier geboren wurden? Sicher nicht. Beide waren... Aber warum sie sich ausgerechnet hier in Willow Creek einschlug? Vielleicht haben sie das Land von Ungläubigen befreit. Oder sie haben das Land von der Kirche geschenkt bekommen. Danke, Vater. Na, okay. Okay, ihr denkt, dass da danke für die Hilfe. Ausschaum und der die Löcher Herr zusammen. Möge dich auf deinem Weg begleiten. Ich würde da noch einmal gucken, hier auf dem Friedhof, ob ich da irgendwie was finde. Von der Dirk Gordon. Die Stelle sieht eingedrückt aus. Ob das ein Leichenwagenfahrer mit Einparkschwierigkeiten war? So. Frisches Korb hatten wir ja schon. Ja gut, dann war hier irgendwelche Informationen. Hallo? Keiner. Keiner da. Ich lasse ihm vorerst sein. Hier ist auch nichts. Oh! Chat, ich kann das ja mal mit dem Bau schon mal probieren. Das ist das Grab von Sally. Sie wurde ermordet. Okay. Und das... Wir bienen den. Okay. Ist nichts. So.
Ich gehe mal in die Bibliothek, vielleicht kriegen wir da irgendwelche Informationen. Wegen Bücher und so, und schlaue. Ne? Sessel, nee, Pen will ich nie. Ich höre Durkheim Gordon. Durkheim Gordon. Aha! Mal sehen. Ah, hier ist er ja. Verheiratet mit Lillian Gordon. Ja, haben wir's doch. Lillian Gordon, so gehen wir jetzt nochmal hoch und dann finden wir vielleicht in den Gemälde die Schlüssel. Lillian Gordon war Durkheims Frau. Ihr Porträt wurde 1662 gemalt. Hier ist eins von 1659. Das könnte Durkheim sein. Hat er jetzt das Bild genommen? Also? Auf den ersten Blick kann ich nichts erkennen. Auch hinten drauf ist nichts Besonderes. Ja. Das Stück Rahmen hier scheint lose zu sein. Aha, ja, das reicht doch schon. Vielleicht ist es beim Transport rausgebrochen. Ich glaube, das ist so Schlüssel. Ganz sicher das Porträt von Dirk. Ja, gut. So, jetzt gehen wir nach unten. Und schauen mal nach. Das ist das Pferd von dem Herrn. Ja, ja. Das ist das Pferd. Gehen wir hin und jetzt werden wir da dieses Stück vom Bild ja, das da Ding verbinden. Passt. Aber es sind nur 2 Metallstifte und 7 Löcher. Ja, dann macht da, bastelt da mal ein paar Stocher rein. Die Zahnstocher kann man alle etwa 2 cm in die Löcher reinschieben, aber so allein nützt mir das noch nichts. Also, die Zahnstocher passen perfekt rein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so einfach nicht geht. Lass es wieder. Was denn sonst? Ich hätte doch noch wieder so einen schönen Zahn gehabt. Wo ich den. Ah, hier, für den Schlüssel. Ich glaube, da gehe ich nochmal hoch zum Ding, zum Bild. Und dann verbinde ich das dann nochmal. Auf den ersten Blick kann ich nichts. Okay, jetzt tue ich erst mal. Die Zahnstocher kann man alle etwa. Kann ich hier einen Bauschaum reinspülen? Nö. Nee. Passt. Das gehört hierher. Aber es hilft mir nicht viel weiter. Aber jetzt könnte ich viel. Gott, verdammte Scheiße. Hier will er nicht. Dort rein kann ich nicht. Du versuchst, der Rahmen ist angekohlt, aber dem Bild scheint der Brand nichts ausgemacht zu haben. Mhm. Aha. Das sieht nicht so aus, als wäre das Stück zu. Was ist denn das? Hier sind 7 kleine Löcher. Sehe ich doch. Genau wie an dem Steinsockel. Ah, und jetzt kann ich da. Ah, jetzt kann ich. Die Löcher sind unterschiedlich tief. So, wenn ich das jetzt drauf schieb. Bist du da jetzt. Eine geniale Idee. Ich das ja als. Ich breche die Zahnstocher alle auf einer Linie ab und stecke sie dann in die Löcher in dem Stück Rahmen. So habe genau ich so. Ein Bild des Schlüssels. Perfekt. So. Jetzt gehen wir wieder runter. Und jetzt haben wir den Schatz. Schön. Shit.
Und jetzt easily. Na bitte, das passt. Das Ding hier rein und dann müsstet ihr jetzt ja. Ich habe ein Klacken gehört. Das Ding auf. Ach, geschafft. Löppen. Ah ja. Brief. Was sind das wieder? Vatikan. Hui, ein uralter Brief. Aus Mordreds Zeiten. Mit Wappen und Siegel. Sieht aus, als käme er direkt von einem König. Der Brief stammt von einem Schreiber des Papstes Innozenz des Dritten. Darin steht die weitere Vorgehensweise bezüglich des Zwischenfalls mit Mordred. Mhm. Brief des Heiligen Vaters Papst Innozenz des Dritten an den getreuen Lord Marcus Gordon, Duke of Black Mirror. Interessant. Bester Lord Marcus Gordon. Ich schreibe alles in Deutsch. Großer Sorge über die Entwicklungen im Fall Mordred. Meinen Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise ist umgehend Folge zu leisten. Als erstes verlange ich strengste Geheimhaltung und die Versiegelung sämtlicher Zugänge zum Ritualraum. Des Weiteren soll eine Akademie eingerichtet werden, um die Möglichkeiten für die 5 kleinen Portale genauer zu erforschen. Was das große Portal angeht, so sind sämtliche Aufzeichnungen dazu umgehend in das Archiv des Vatikans zu übersenden, da das Bekanntwerden seiner Existenz das Christentum in seinen Grundfesten erschüttern würde. Das Sprechen, Denken und Schreiben über das Schattenportal ist ab sofort ein Akt der Ketzerei und muss nach den Regeln des 4. Lateranum bestraft werden. Die Gordons sind von heute an bis auf päpstlichen Widerruf dafür verantwortlich, dass niemals jemand dem Schattenportal zu nahe kommt. Mit großem Vertrauen in euch und unendlicher Zuversicht in Gott sende ich euch meinen apostolischen Segen. Aus dem Vatikan, 29. September 1213, am Festtag des heiligen Erzengels Michael. Innozenz der Dritte. Aus Erde geformt, in Schuld empfangen, zur Strafe geboren, tut der Mensch Böses, das nicht gestattet ist, Schändliches, das sich nicht geziemt, Eitles, das nichts nützt und wird schließlich zur Nahrung des Feuers, zur Speise der Würmer, zu einem Haufen Fäulnis. De miseria conditionis humanae. Die Unvollkommenheit des menschlichen Daseins. Na gut, da gibt es ja irgendwelche Portale. Schattenportale. Na gut, die müssen wir jetzt finden. Und dann können wir irgendwas machen vielleicht. Auf der Rückseite hat jemand etwas notiert. Die Schrift sieht allerdings nicht so alt aus wie die auf der Vorderseite. Der Menhir in der Halle muss versteckt werden. Ach so. Die Menhire, die rund um das also Schloss doch. Scheinen direkt mit den Dämonentoren zusammenzuhängen. Ob es das war, was Victoria mir sagen wollte, bevor sie starb? Wow, das müssen Tausende von Pfund sein. Besser, es erfährt niemand davon. Für den Inspektor wäre das ein gefundenes Fressen. Ich nehme nur ein paar Scheine mit. Als Bezahlung für den werten Herrn Greg. Ich schließe den Safe sicherheitshalber wieder. Na gut. Kannst du weitergehen mit der Renovation? Genau. Jetzt haben wir mal die Leute. Dann ziehen wir ja mal weiter. Hi Greg. Hey Adrian. Na, haben Sie die Finanzen? Na klar, hier sind die Kohlen. Ich denke, das sollte fürs Erste reichen. Das sieht gut aus. Werden Sie jetzt Ihre Arbeit fortsetzen? Das kommt drauf an. Haben Sie denn was für mich? Ach klar. Was soll denn da renovieren? Arbeit. Ja, Bücher renovieren. Ich brauche was zu fressen. Die Küche sieht ja furchtbar aus. Wann wird da weiter aufgeräumt? Sobald noch mehr Stützen geliefert werden. Momentan würde einem die Decke auf den Kopf fallen, wenn man da was macht. Die Geländer in der Halle könnten ausgetauscht werden. Das macht der Schreiner schon. Dauert aber noch ein paar Wochen, bis der damit fertig ist. Die Fassade könnte mal von dem ganzen Ruß befreit werden. Sie werden doch irgendwo eine Bürste haben. Ja, nur Miss Antolini meinte, die Fassade wäre nicht so wichtig. Ist so, ne. Sehe ich etwa aus wie Miss Antolini? Die Prioritäten setzen. Schon gut, Adrian.
Ich mache mich ja gleich an die Arbeit. Und ab jetzt, Sir Adrian, wenn ich bitten darf. Da findet er erstmal ein bisschen Gulde, da denkt er, da ist gleich Sir Adrian, ne? Der Fluch! Er macht mich richtig. Hallo? Telefon. Fluch macht den wild. Ring, ring, hallo? Hallo? Oh, hallo Dr. Winterbottom. Alles in Ordnung bei Ihnen? Hallo Adrian, das wollte ich eigentlich Sie fragen. Alles okay soweit, danke. Sie sind schon 5 Minuten zu spät für unsere Hypnosesitzung. Ich habe noch andere Termine und würde diese ungern verschieben. Ach ja, oh, entschuldigen Sie. Ich ziehe mich noch kurz um und komme sofort, okay? Ich bin gleich bei Ihnen. In Ordnung. Was ist denn? Gleich, Adrian. Ich in Ordnung mit dem Anzug. Wieder der Traum. Das Loch. Okay. Da waren Sterne. Mitten im Erdloch. Was für ein Erdloch? In das Angelina gefallen ist? Nee, ein anderes. Ja. Ah ja, da ist ein Traum. Als ich da reinschaute, habe ich zuerst gar nichts gesehen. Nur Schwärze. Und dann war da aber was in der Dunkelheit. Guck ein. Kleine, flimmernde Lichtpunkte. Bis ich begriff, dass es Sterne waren, die da funkelten, unter der Erde. Eine schöne Vorstellung. Sie waren an total hinüber im Kopf. Wie ein Sternbild. Welches Sternbild? Das weiß ich nicht. Außer dem kleinen und dem großen Wagen kenne ich kaum eins. Ich schon. Zeichnen Sie mir die Sterne doch einmal auf, Adrian. Vielleicht kenne ich das passende Sternbild dazu. Sternbilder stellen meist mythologische Figuren dar. Vielleicht hat das ja irgendwas zu bedeuten. Sieht ein bisschen aus wie die Corona Borealis, die nördliche Krone. Corona? Aber die besteht aus 7 Sternen, nicht nur aus 6. Außerdem ist sie nach oben offen, von der Nordhalbkugel aus gesehen, also kommt ja auf den Standpunkt an. Die Corona Australis, die südliche Krone, die könnte von der Form her schon eher passen. Die ist nach unten offen. Aber die hat noch ein paar Sterne mehr, nämlich 11, wenn man die Doppelsterne einzeln zählt. Sind Sie sicher, dass auf Ihrer Zeichnung nichts fehlt? Ja, ganz sicher. 6 Sterne, genauso sah es aus. Dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich kenne kein Sternbild, das so aussieht. Tut mir leid, Adrian. Na, macht nichts. Vielleicht bedeutet es ja auch gar nichts. Vielleicht. Wenn es wichtig für Sie ist, wird es sich früher oder später noch einmal zeigen. Adrian, vertrauen Sie darauf. Und wie geht es Ihnen sonst? Ich meine, als frisch gebackener Schlossherr. Irgendwie seltsam. Das kommt mir alles so unwirklich vor. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben in Boston verbracht, als Darren. Und nun bin ich hier, darf mich der letzte Gordon nennen und sitze allein in einem halb verbrannten Geisterschloss. Ganz genau. Zum Glück sind die Handwerker da, sonst hätte ich bald das Gefühl, dass ich selbst ein Geist bin. Ich bin ja auch noch da, Adrian. Sie sind nicht allein. Hatten Sie die Gelegenheit, sich von Ihrer Urgroßmutter zu verabschieden? Ja, das war gut. Sie hat mir noch einiges mit auf den Weg gegeben. Darf ich fragen, was Ihre letzten Worte an Sie waren? Sie hat mir gesagt, wie ich meinen Seelenfrieden finden kann. Ich soll es nicht machen wie mein Vater, sondern den Weg bis zum bitteren Ende gehen und bei den Menhiren anfangen. Bei den Menhiren? Das hat sie immerzu wiederholt. Bei den Menhiren, bei den Menhiren. Es schien ihr enorm wichtig zu sein. Dann sollten Sie das wohl beherzigen. Die Zeichnung nehme ich besser mit. Vielleicht fällt mir ja noch was dazu ein. Frau Doktor? Was liegt Ihnen auf dem Herzen, Adrian? Ich habe Visionen. Es ist jetzt schon länger her, dass ich Visionen hatte. Bestimmt 3 Tage. Was bedeutet das?
Ich würde sagen, das bedeutet, dass die Medikamente gut anschlagen. Es könnte auch sein, dass die aufwühlenden Ereignisse der letzten Tage die Bilder der Vergangenheit vorübergehend verdrängt haben. So oder so, wir sind auf dem richtigen Weg. Pardon. Von den berühmten Gordon-Brüdern Marcus und Mordred haben Sie doch bestimmt schon was gehört. Marcus und Mordred? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich meine die, die das Schloss erbaut haben, Black Mirror Castle, vor 800 Jahren. Ach so, die. Nein, was hört man denn von denen? Haben Sie sie gesehen, Adrian? Was haben Sie ihnen erzählt? Hä? Sie halten mich wirklich für verrückt, was? Nein, nein, im Traum meinte ich. Im Traum. Anscheinend hatte meine Familie Kontakt zum Vatikan. Das ist für ein so altes Adelshaus doch nichts Verwunderliches, oder? Es gibt da Portale, die ich finden muss. Es sind Eingänge zu einem geheimnisvollen Ort, der vielleicht die Ursache für all das Übel ist. Wie kommen Sie darauf? Wer hat Ihnen davon erzählt? Victoria. Kurz bevor sie starb. Vielleicht hat sie ja fantasiert. Vielleicht wusste sie nicht mehr, wovon sie spricht. Adrian, ich halte es für problematisch, an einen Ort zu glauben, der für etwas verantwortlich sein soll. Damit schiebt man nur alles von sich weg. Das ist keine Frage des Glaubens. Diesen Ort gibt es wirklich. Vielleicht sollten wir die Dosis erhöhen. Von 60 auf 90 Milligramm. Ich dachte wirklich, wir wären schon weiter. Bis später. Machen Sie es gut. Hey Junge, wenn du da deine Puzzle-Geschichten hier deiner Therapeutin erzählst, ist ja klar, dass sie dich verrückt hält. Na ja, gut, meine Freunde, wir sind jetzt im Dorf, das ist schon mal gut. So können wir ja im Dorf erstmal ein bisschen weiter gucken. Wir haben doch unsere Beweismittel. Die Beweismittel von den Fotos, die haben wir jetzt Victoria gezeigt, aber ich dachte, dass wir die vielleicht auch noch unseren werten Inspektor zeigen sollten. Naja. Ob da meine Gesprächsprotokolle. So. Gehen wir mal fort von hier. Ah, hier, Mr. Inspector. Mr. Michaels, gut, dass Sie kommen. Zu Ihnen wollte ich gerade. Ich auch zu Ihnen. Zu mir? Wieso? Ist mal wieder jemand ermordet worden? Das ist noch nicht ganz klar. Zumindest gab es einen Todesfall vor dem Schloss auf Ihrem Grundstück. Wie bitte? Sie machen Witze, Zack. Das würde ich niemals tun, Mr. Michaels. Bitte kommen Sie mit zum Schloss. Der Inspektor will mit Ihnen reden. Ich komme. Der Klisse. Ach du Scheiße! Hier, kommen Sie. Sehen Sie. Da ist es. Da wurde Gregory erschlagen. Der wurde allerdings schon abtransportiert. Direkt vom steinernen Totenschädel. Da war nichts mehr zu machen. Ich nehme an, der Inspektor will mich sprechen, Zack? Na klasse. Und er ist schon mal vorgegangen und wartet im Schloss auf mich, richtig? So sieht's aus. Kann ich kurz etwas fragen? Sie haben bestimmt schon mal was von der Weißen Frau gehört. Geistert seit Jahrhunderten im Wald. Warum fragen Sie? Ist sie auch eine Verwandte von Ihnen? Ja. Kennen Sie die Geschichte der Gordon-Brüder? Warum fragst du das jeden? Und Mordred? Nein, aber ich kenne die von Tom und Bobby. Und die reicht mir voll und ganz. Alles klar. Vielleicht sollten Sie sich das verlassene Haus mal ansehen. Ich glaube, da geschehen seltsame Dinge. Aha. Und was für Dinge? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, da werden Menschen gefoltert. Klar. Was sollte man in einem verlassenen Haus im Wald auch sonst tun? Ganz genau. Wieso nimmt mich hier keiner ernst? Soll ich Ihnen nochmal Ihre Aussage vorlesen? Blutige Rituale, jahrhundertealte Flüche, ein mysteriöser Orden und eine mordende Zwillingsschwester. Schon gut, vergessen Sie's. Eine Klasse. Auf Wiedersehen, Constable. Ja, gut. Ich weiß zwar nicht, wie man dieses Ding nennt, aber Steve hat damit tiefe Löcher in den Stein gebohrt. Es ist groß, schwer und macht eine Menge Lärm. Tim Taylor würde sagen, oh, ein Männerspielzeug.
mit Benzinmotor. Aber laut Anzeige ist der Tank leer. Ich sollte erst einmal Benzin besorgen, bevor ich das Teil mit mir rumschleppe. Okay. Steve? Ja? Können Sie mir sagen, wie genau der Unfall passiert ist? Der Steinschädel von da oben hat Greg erschlagen. Ja, das dachte ich mir schon, aber wie konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Greg war ja allein hier draußen. Wollte die Fassade putzen, wie Sie gesagt haben. Da hat er vielleicht eine Pinkelpause eingelegt und als er unter dem Schädel langkam... Bam! Vermutlich ist der jahrhundertealte Stein durch den Brand rissig geworden und in sich gebrochen. Vielleicht haben ja die Vibrationen der Bohrmaschine das Gemäuer erschüttert und dann ist der lose Brocken einfach abgefallen. So erklären Sie sich das. Aber wenn Sie mich fragen, dann passiert hier nichts einfach so. Dieses Schloss ist verhext. Und das weiß jeder hier. Die Mauern leben. Wenn wir ein Loch zugemauert haben, war es am nächsten Tag wieder da. Genauso mit dem Schädel. Der hat nur darauf gewartet, dass jemand unter ihm steht, um abzufallen. So sehe ich das. Nehmen Sie es mir nicht krumm, Sir, aber ich will nicht der Nächste sein. Was soll das heißen, Steve? Wollen Sie etwa kündigen? Ja, tut mir leid, Sir, aber ich hätte auf meine Frau hören sollen. Die wollte von Anfang an nicht, dass ich hier arbeite. Lieber bei Murray ohne bezahlte Pausen arbeiten, als im Black Mirror Castle ohne Kopf. Das hat sie gesagt und ich hätte auf sie hören sollen. Naja. Steve, warten Sie! Tut mir leid, Sir. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf. Finden Sie jemanden, dem Sie das Schloss verkaufen können. Irgendeinem reichen Bekannten von Ihnen aus Amerika. Und bis dahin bleiben Sie nicht unter einem Steinschädel stehen. Na, schlaue Aussage auf jeden Fall. Na ja, gut. Inspektor, Sie haben bestimmt ein paar Fragen an mich. Ach, weißt du, eigentlich kann ich mir deine Antworten schon denken. Die kenne ich schon. Und bestimmt hast du auch ein ganz tolles Alibi. Allerdings. Ich war bei Dr. Winterbottom, genau wie es in meinen Kautionsbestimmungen steht. Fragen Sie Ihren Constable. Na bitte, ein erstklassiges Alibi. Siehst du, die Spucke für ein Gespräch mit dir kann ich mir sparen. Ich muss mich nur hier umsehen, in dem großen Schloss voller alter Kunstgegenstände, die bestimmt ein Vermögen wert sind. Auf dem riesigen Anwesen, da kriege ich schon meine Antworten, Mr. Erbschleicher. Genug! Ich werde mir deine Beleidigungen nicht länger anhören. Ich weiß nicht, was du in deinem kümmerlichen Bauernschädel alles zusammenreibst. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ich bin nicht irgendein Sagensucher, der planlos herumtappt und dem man alles anhängen kann. Ich bin ein Landbesitzer und der Schlosser von Black Mirror Castle. Ein mächtiger Lord. Nicht wirklich. Und wer bist du? Hä? Ein kleiner, strafversetzter Bulle. Und jetzt raus hier und zwar schnell. Okay, okay, Adrian. Für Sie ab jetzt Sir Adrian Gordon, kapiert? Und lassen Sie sich hier erst wieder blicken, wenn Sie einen Durchsuchungsbefehl haben. Wow, das war längst fällig. Ja, genau. Aufs Maul mit den Leuten. Ich lasse mir nichts mehr bieten. Egal von wem. Ich bin nicht einfach irgendwer. Ich bin ein Gordon. Und nicht irgendeiner. Ich bin der Einzige. Der Letzte der kümmerlichen Marcus-Linie wird der Erste der mächtigen Mordred-Linie sein. Tja, ab jetzt bin ich allein im Schloss. Keiner mehr da. Endlich habe ich meine Ruhe. Niemand will was von mir. Kein Alibi, kein Geld, kein gar nichts. Ich meine, außer einem Urahn, der meinen Körper in seinen Besitz bringen will. Ich sollte besser schnell herauskriegen, was es mit diesen Menhiren auf sich hat, von denen Victoria sprach. Na, klingel ihn jetzt wieder. Was habe ich gerade gesagt? Niemand will etwas von mir? Scheiße. Glück hab, ja, alles im Schutt und Asche, aber Türklingel geht noch.
Vermutlich hat man vorne am Tor geklingelt. Hier. Flasche. Ist das das Zeug, mit dem Greg die Fassade reinigen wollte? Das ist Industriereiniger. So viele Warnhinweise habe ich bisher nur auf Säureflaschen gesehen. Den nehme ich mit. Und die Bürste hier auch. Putzen kann man hier schließlich genug. Das, Hier, es hat geklingelt. Hallo, wer ist hier? Was haben wir da? Noch mehr Post. Ja, top. Wir hatten uns geschrieben. Schauen wir doch mal nach. Brief von Murray? Was will denn der Kerl schon wieder? Nicht der Arsch. Solange sie den Hotelzimmerschlüssel nicht zurückgebracht haben, berechnen wir ihnen 100 Pfund pro Tag. Eine Rechnung über 500 Pfund für 5 Tage? Ich glaube, dem geht's zu gut. Ein leerer Briefkasten. Zu. Schau mal nach den Minieren. Bevor ich jetzt zum Murray gehe und ihn irgendwie aufs Maul habe. Das ist Blut. Gregs Blut. Ich kann nicht fassen, dass er tot ist. Erschlagen von einem Totenschädel. Unbegreiflich. Und was ist das hier? Schwarzer Schimmel? Seltsam. Ich dachte immer, Schimmel bevorzugt dunkle und luftdichte Stellen. Komisch, dass er ausgerechnet an diesem luftigen Platz wächst. Das Schloss scheint wirklich langsam zu vergammeln. Höchste Zeit, dass es renoviert wird. Noch besser wäre wahrscheinlich ausräuchern, aber gründlich. Hier stehen eine Menge Benzinkanister. Alle leer. So ein Pech. Aber ich nehme mal einen mit. Irgendwo lässt er sich füllen. Ich sollte erst... Okay, schauen wir mal. Nehmen wir unsere Karte und nehmen das Ding als Menhir. Natürlich. Man hat das Schloss um einen Menhir herumgebaut. Wahrscheinlich hat man den Grundstein direkt aus dem Menhir gehauen, als man ihn verstecken musste. Ich markiere ihn auf meiner Karte. So, was sagt denn jetzt die Karte? Nee, du, das würde nicht. Oh, so ein Pentagramm können wir dort daraus basteln. Naja, Chat. Da passt eine richtig große Menge rein in meine Jacke. Yeah. Pentagramm. Das ist doch die Antwort, oder? Hier ist dann hier Lösung. Gut ausgezeichnet. Das ist die Lösung des Problems. Ja, das finden. Ist andersrum. Das ist ja doch so. Oder mach das mal wieder zurückgängig. Und dann lege ich das eine mit dem anderen übereinander. Meine Zeichnung von der Ärztin. Und meine Karte, die ich habe. Ja, genau. Zeichnung Standbild. Naja, geht nicht. Ich möchte das nicht verbrennen. Ich möchte das nicht verbrennen.
zu. Na gut, wir gehen da mal zu Murray und hauen den mal aufs Maul, würde ich mal sagen. Aber dem mal voll, was soll denn das mit deiner scheiß Rechnung? So, speichern, nicht, dass wir den da umbringen oder so. So. Ja, überschreiben. Da geht es einige Stufen nach unten. Ich wohne jetzt im Schloss. Eigentlich müsste ich Murray nie wieder begegnen. Aber ich habe den Hotelschlüssel noch. Und den würde ich dem alten Schlitzohr nur zu gern persönlich vor den Latz knallen. Let's go! Jetzt gehen wir als Adrian Gordon durch Willow Creek und drohen jeden. Hallo Murray. Mr. Gordon! Immer eine Freude, Sie zu sehen. Mr. Gordon? Aha. Es ist also auch schon bei Ihnen angekommen, dass ich der letzte Nachfahre der berüchtigten Adelsfamilie bin. Aber berüchtigt. Das ganze Dorf spricht von nichts anderem. Ja, ja. Dann ist Ihnen auch nicht in Gang, dass ich nicht nur den Namen, sondern auch das gesamte Black Mirror-Anwesen besitze. Oh, meine herzliche Gratulation zu dieser wunderbaren Erbschaft. Und natürlich mein allerherzlichstes Beileid für den Verlust Ihrer teuren Großmutter. Urgroßmutter. Das Süßholzraspeln können Sie sich für Ihre Touristen aufheben. Die letzten, die noch zu Ihnen kommen. Ich denke nämlich darüber nach, aus dem Schloss ein Hotel zu machen. Ein echtes Gordon's Palace. Hier ist doch alles geklaut. Sogar der Name. Murray, dafür kann ich Sie verklagen. Das ist Ihnen doch klar? Und ich glaube, das werde ich auch tun. Mr. Gordon, klasse. Nur, ich gebe zu, wir hatten vielleicht die eine oder andere Meinungsverschiedenheit. Aber Sie werden doch nicht vergessen, dass ich Ihnen immer geholfen habe. Ich war es, der Sie aus dem Gefängnis geholt hat. Und ich war es auch, dem Sie es zu verdanken haben, dass Sie im Wald nicht erfroren sind. Das stimmt auch wieder. Bewusstlos, wie Sie da lagen. Ich habe Phil zu Ihnen geschickt und Sie ins Hotel bringen lassen. Als Mann von Ehre werden Sie das doch nicht mit einem kleinlichen Anwaltsstreit vergelten, oder? Ihre sogenannte Hilfsbereitschaft ist nichts weiter als eiskaltes Kalkül. Ihnen gehört ein für alle Mal das Handwerk gelegt. Vergessen Sie nicht die Fotos aus Ihrem Schrank, die eindeutig belegen, dass Sie sich Ihr Taschengeld mit Erpressung aufgebessert haben. Wenn ich damit rausrücke, sind Sie erledigt. Mr. Gordon, ich appelliere an unsere Freundschaft. Welche Freundschaft? Freundschaft? Du bist nichts weiter als ein widerlicher Parasit, der sich am Blut seines Wirtes dick und fett frisst. Ich bin die längste Zeit dein Wirt. Schon ein bisschen. Ja, mehr noch. Ich werde dafür sorgen, dass du keinen anderen mehr finden wirst, den du aussaugen kannst. Ich werde dein Parasit sein. Was meinst du, wie lange du mich aushalten kannst, du Wurm, hä? Ich werde dir dabei zusehen, wie du zugrunde gehst und mich an deiner Qual laben. Und eines Tages wirst auch du in einem Keller neben Leichen aufwachen. Falls du überhaupt aufwachst. Schönes Leben noch! Na gut. Dem hab ich's gegeben. Der wird sich hüten, mir nochmal in die Suppe zu spucken. Wie einfach das doch ist. Nur ein bisschen Druck ausüben und schon knickt alle Welt vor einem ein. Wen könnte ich denn als nächstes das fürchten lehren? Tom. Oder lieber diesen tätowierten Knastbruder. Oder dieser komischen Alten, die immer von mir abhaut. Diese Nervensägen gehören mal ordentlich zurechtgestutzt. Genau. Ich frage mich, warum ich nicht schon früher auf den Tisch gehauen habe. Schluss mit der ängstlichen Duckmäuserei. Ab jetzt wird abgerechnet. Das gefällt Ihnen ja so richtig. Fuck. Das hört sich irgendwie gar nicht nach mir an. Eher wie das, was Victoria über Mordred erzählt hat, als er anfing, sich zu verändern. Er misstraute allem und jedem und wurde immer feindseliger. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Sicher kein Trinken. So eine Wasserverschwendung. Ja gut. So, wir gehen da mal... Ins Dorf, würde ich mal sagen. Ins Dorf. Ja, Museum. Ah, ist offen. Ganz schön wenig los hier.
Polizei hier. Wie verdient Murray denn an dem ganzen Kram hier Geld? Aha, eine Spendenkiste. Für die Hinterbliebenen steht da. Ja, sicher. Und eine Kamera. So kann Murray von zu Hause aus sehen, ob die Leute auch spenden. Die Ketten und Fleischerhaken hängen hier nur zur Deko, weil sie so hübsch sind. Spendenkiste. Eine große Holzkiste mit Vorhängeschloss und Schlitz im Deckel. Vorne ein Schild. Spenden Sie für die Hinterbliebenen der grausam ermordeten Toten. Ich werde ganz sicher nichts spenden, selbst wenn Murray mich mit seiner Kamera überwacht. Er wird es verstehen. Da in die Richtung und nicht da drüben, wo die Kamera ist. Naja. Tagebuch des Mörders steht da drauf. Mit blutiger Schrift. Ja, klar. In dieser Vitrine lag eine mysteriöse schwarze Kugel. Bis Angelina sie gestohlen hat, um ein Portal zu Mordred zu öffnen. Utensilien von Dr. Heinz Hermanns Knochensägerei. Murray ist gut aufgestellt, was seine Mördervermarktung angeht. Und kreativ. Eine Nachbildung von Miss Valleys Brandleiche? Also damit ist meine Schmerzgrenze erreicht. Kann man Murray nicht wegen Geschmacklosigkeit verklagen? Der Leuchtturm in Miniaturgröße. Mundgeblasen von Murrays Bastelverein. Verschiedene Broschüren über die Geschichte von Willow Creek. Flussumleitung, die alte Akademie, Skelettfunde-Ausgrabungen, die Gefahren des Sumpfs und so weiter. Nichts wirklich Interessantes dabei. Gut. Alle Broschüren wurden von Edward erstellt. Er scheint sich sehr für Geschichte und Archäologie zu interessieren. Das ist ein Edward. Verschiedene Broschüren über die Geschichte von Willow Creek. Flussumleitung, nichts wirklich interessant. Alle Broschüren wurden von Edward. Hätte es die schon eher in Serie gegeben, hätte Samuel sich die Morde sparen können. Was steht da? I love blood und kill me. Und was steht darauf? Take my soul. Hat Murray Gipsabdrücke von seinem Hintern gemacht und verkauft sie jetzt als Totenmaske? Ich weiß nicht, worüber ich mich mehr wundern soll. Dass Murray tatsächlich Nachbildungen von Dr. Hermans abgeschlagenen Kopf gemacht hat? Oder dass jemand eine davon gekauft hat? Wer zum Teufel tut sowas? Das ist ja ein bisschen amüsant, ne? Das sind die alten Sachen vom Heimatmuseum, das vorher hier drin war. Ja. Hier war die Gordon-Chronik drin. Auf dem Zettel steht, dass sie auf Wunsch der Familie Gordon aus dem Museum entfernt wurde. Wissen die jetzt? Die Soundeffektanlage. Das bin ja ich. Gesucht, gefährlicher Brandstifter. Der amerikanische Tourist Darren Michaels steht unter dringendem Verdacht der Brandstiftung. Es werden noch Zeugen gesucht, die Angaben zum Ablauf des Brandabends machen können. Jeder Hinweis zählt. Fehlt nur noch die Kopfgeldprämie. Kompliment an Murray. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Das ist der Zaun, auf den William Gordon nach seinem Fenstersturz fiel. Und ein paar Wochen später auch Samuel. Ja. Ah ja, geil. Die Bilder stellen die Mordschauplätze dar. Das hier zeigt den Leuchtturm, bei dem Miss Valley ums Leben kam. Schönes Gruselkabinett. Das ist wohl die Rückseite von Black Mirror Castle. Die Stelle, an der vor 12 Jahren der damalige Gärtner starb.
Das Bild kennt man aus der Zeitung und von Postkarten. Das sind ja Originalbilder aus dem Black Mirror 1. Hier. Der Steinkreis. Blitze. Dort wurde Vic ermordet. Miss Valleys kleiner Bruder. Das Bild gibt's im Hotel auch in Postergröße. Mein Vater. Samuel Gordon. Dargestellt als blutrünstiger Mörder. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber irgendwie kann ich ihn jetzt verstehen. Hinter dieser Mauer war vorher der Sensationsteil des Museums. Keine Ahnung, warum Mary das zugemauert hat. Vielleicht um Heizkosten zu sparen. Wer weiß, wer weiß. Das ist Vic Valley. Er wurde vor 12 Jahren tot in einem Steinkreis gefunden. Seine Schwester hat ihn hoffentlich hier nie zu Gesicht bekommen. Dr. Hermans Sterbeszene. Director's Cut. Die Endlosversion. Wäre Herman damals nicht von Samuel umgebracht worden, wäre er jetzt vielleicht Marys Aushängeschild. Sieh, Schalter. Schauen wir mal. Cool. Special Effects. Ja, nochmal. Ah, das steht immer unter vor, sieht man doch schlecht. Geil. Geil. Ja, schön. Ist Maske. Das wird eine Foltermaske sein. Mit Dornen auf der Innenseite. Aha, aha, aha. Was ist das noch hier? Ein alter Sekretär. Wozu steht der hier? Wurde darauf jemand ermordet? Oder damit? Ja gut, jetzt haben wir ja schon relativ alles gesehen hier, würde ich mal sagen. Wir reden da mal mit den Polizisten oder die Wache, die hier ist. Warum auch immer die jetzt eine Polizisten hier haben. Das Schild? Bitte nicht mit dem Personal reden. Ja. Komischer Typ. Bestimmt kein echter Polizist. Ich soll nicht mit... Egal. Das Cabrio vom Constable. Vorschriftsmäßig ausgestattet mit Licht und Flickzeug. Der traurige Rest von einem Fahrrad. Jetzt über die Brücke. Nanu? Wo ist denn die Fleischkapuze hin? Hier konnte man wohl sitzen und essen. Verkauft wird jetzt nichts mehr. Okay. Die traurigen Überreste eines Traum. Hier gibt's nichts. Nur ein Haufen Gerümpel. Okay. Das muss der Glenn. Das Wasser hier ist tot. Das muss der Glenn. Okay, nichts Neues. Fleischgepulze, ganz genau. Ah, hier. Dr. Winterbottom. Winterbottom, das hört sich an wie bei Harry Potter oder so, ja. Solche skurrilen englischen Namen. So. Frau Doktor? Was liegt Ihnen auf dem Herzen, Adrian? Ja, immer ein offenes Ohr für uns. Das ist doch genial. Gute, nette Frau. Dieser Fluch. Er existiert wirklich. Adrian, so etwas dürfen Sie sich nicht einreden. Ich wohne seit heute Morgen im Schloss. Und gerade eben gab es den ersten Toten, ein Handwerker. Das kann doch kein Zufall mehr sein. Oh. Bis später. Machen Sie's gut. So, Denise. Nein, ich finde, Denise darf jetzt auch mal in Ruhe arbeiten. Ach, so nett. Edward. Wie läuft's? Bestens. Was kann ich für Sie tun, Sir?
Waren Sie mal im hiesigen Museum? Ich interessiere mich sehr für Museen aller Art, speziell Völkerkunde und Geschichte, Sir. Aber das hier in Willow Creek kann man nicht mehr als Museum bezeichnen. Es ist vielmehr ein Sammelsurium an Unwürdigkeiten. Mhm. Sie waren schon drin? Ja, vor ein paar Jahren, als es dort noch ein paar richtige Ausstellungsstücke gab. Ich war jetzt nicht drin. Ich muss dann mal wieder. Beehren Sie uns bald wieder, Sir. Das ist Edward, der die ganzen Broschüren geschrieben hat. Da kennt sich doch aus hier mit der ganzen Geschichte von hier. Den muss ich hier als Butler gewinnen. Für mein neues Imperium als Schlossbesitzer. Sieht bequem aus. Ist das doch was? Kaffee in allen Wagen. Fotos von Party? Die Kaffeekultur hält Einzug. Milde Bohnen. Ja. Na, hier gibt's eine Schwadung. Geht dann mal zu dem Tante Emma Laden? Immer noch geschlossen. Was ist denn da los? Polizeistation. Wissen die vielleicht was? Ah, wo ist denn hier unser guter? Constables. Das ist unser guter Inspektor, den wir so gerne mögen. Kann ich kurz etwas fragen? Wo ist denn Spooner? Hat sich den Rest des Tages freigenommen. Glaube, der Unfall am Schloss hat ihn etwas mitgenommen. Der Arme. Ach, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja relativ der... Haben Sie eine Ahnung, wo dieser Matt sich rumtreibt? Im Dorf habe ich ihn nicht gesehen. Gestern war er noch im Pub. Aber wo er heute ist, keine Ahnung. Sie können ja eine Vermisstenanzeige aufgeben. Vielleicht im nächsten Leben. Constable, wissen Sie, was ich gerade mache? Ich bin auf der Suche nach dämonischen Portalen. Die sind dich nicht wundern, dass ihr glaubt, dass er doof ist. Geist noch nicht einmal an Jesus zu denken gewagt. Rückt. Ja. Na dann viel Spaß beim Suchen. Auf Wiedersehen, Constable. Freiwillig. Kann ich da hingehen? Soviel ich weiß, gibt es hier Kaffee. Sie sind grundsätzlich verschlossen. Ja. Kaffee wäre mir jetzt. Kaffee haben, der Junge. Na gut, da gehen wir mal ein bisschen rum. Telefoniert haben wir ja schon mit allen und jeden. Dann gehen wir mal zum Tom. Versuchen wir mal hier in den abzugehen. Sind das Toms Unterhosen? Nein. Gut, dass ich bei meinem letzten Besuch Bier aus der Flasche. Möchte jemand ein E kaufen? Dort steht 3 Kegs. Man kann kaum mehr... Aber ich gehe nicht davon aus, dass hier je etwas Essbares serviert wurde. Zumindest okay. Nicht seit Tom den Pub geerbt. Hier geht's auch nicht weiter. Mörderische Grüße aus Willow. Ich habe weder Lust auf ein Bier, noch lasse ich mir gern die Nase brechen. Ja, okay. Das würde da nicht reingehen. So, schauen wir mal weiter. Wir gehen da mal. Oh Gott. Will ich das Fahrrad nehmen? Zack hat sicher nichts dagegen, wenn ich mir sein Flickzeug. Da klaut er wirklich vom Polizisten das Flickzeug. Gibt's doch nie. So. Im Wald da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ja, die Dame hier von der Wahrsagerei hat ja gesagt, dass da irgendwo ein Bär ist, oder? Ich Bär an. Attackiert. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Bevor ich mich noch im Wald verirre, bleibe ich lieber auf der Straße. Richtung Leuchtturm. Ja, wenn wir hier erst schon mal hier sind, können wir ja. Der bleibt die nächste Zeit geschlossen. Ja, wir holen hier unsere Gewehre raus und dann machen wir hier ihn auf. Herrscher. Von den Gebieten. Ja, mit. Das ist das Auto von diesem Irren, der mich umbringt. Pistole und Kalaschnikow. Einer. Jetzt los. Vielen Irren mit Auto, die mich umbringen wollen. Das ist das Auto von diesem. Einer. Da ist eine Beule in der Motorhaube. Ist der noch drin eingesperrt oder so? Ah, wir kommen rein.
Ich will mir weder das Foltervideo weiter ansehen, noch die Kassette. Ein Haufen Schrott. Falls ich mal etwas davon brauchen sollte, ich weiß ja, wo es liegt. Mhm. Ihr habt ja noch die Kassette. Space Attack. Hit any key to continue. Shit. Okay. Nee, shit. Nettes Easter Egg. Ich werde mal nach Phil sehen. Immerhin ist er jetzt schon seit 3 Tagen da unten eingesperrt. Shit! Ist er jetzt tot oder was? Den gekillt. Ach du Scheiße. Phil ist tot. Ich kann nicht erkennen, woran er gestorben ist. Vielleicht ist das meine Schuld. Immerhin habe ich ihn eingesperrt und vielleicht hatte er vor lauter Hunger und Durst keine Kraft mehr. Verdammt. Aber nein. Nein, als ich ging, habe ich die Kellertür abgeschlossen. Und als ich wiederkam, war sie offen. Stimmt. Es muss in der Zwischenzeit jemand hier gewesen sein. Da können wir ja zur Polizei rennen, oder? Ist das doch irgendwas hier? Nicht. Da drin liegt eine stark verweste Leiche. Die muss ich mir nicht nochmal ansehen. In diesem Fach hatte Phil mich eingesperrt. Kein Wunder, dass ich... Fürs Schlüssel. Ja. Nu? Jetzt müsste ja die Polizei kommen, oder? Eieieiei. Ich kann zwar nicht viel erkennen, aber es riecht, als wäre da noch Benzin drin. Da kriegen wir unseren Benzin her. So, hier, Schlauch rein. Und los geht's. Mit dem Schlauch kann ich das Benzin aus dem Tank saugen. Ein Kanister habe ich auch. Los geht's. Ausgezeichnet. Der Kanister ist halb voll. Das sollte genügen. Ja. Phil ist tot. Der Tank ist leer. Das Schicksal des Autos ist damit wohl besiegelt. Phil ist der Tank. Das Schicksal des Autos. Na, gehen wir mal wieder zur Stadt. Gehen wir mal zur Polizei und sagen mal, dass sein Tod auch rumliegt. Na komm. Ich lasse ihn erstmal in Ruhe. Ich lasse ihn in Ruhe, da liegt ein Dodo rum. Wir ignorieren die Leute. So. Da möchte ich jetzt mit der Frau Winterbottom darüber sprechen. Nein, ich habe gerade keinen Bedarf. Ich habe gerade eine Leiche gesehen. Gefunden. Ich fühle mich jetzt ganz schlecht, ich möchte jetzt mit jemandem reden. Okay, ja, Fang das Anwesen. Was im Wald? Was soll da hin? Planlos durch den Wald laufen? Nein, danke. Das letzte Mal. Hm.
Weg zum Leuchtturm. Ist hier oben was Neues. Die Nordsee. Ein englischer Himmel, wie ihn kein Reiseführer retuschieren könnte. Lässe. Ist hier irgendwas Neues? Ein riesig... Ich kann mich glücklich schätzen, dass... Ein riesig... Ich kann mich glücklich... Nicht. Hier ist erstmal nichts. So, geh mal hier zum Priester. Hier gibt es bei dem was Neues. So. Hallo, Vater. Adrian, willkommen in mein... Ich habe hier einen Brief gefunden. Vater Frederick, ich habe hier einen Brief gefunden. Einen sehr alten Brief. Sehen Sie ihn sich bitte mal genauer an. Aber der ist vom Vatikan. Von Papst Innozenz III. Persönlich. Ja, wir sind ja gute Freunde, weißt du? Ich und der Papst. Weißt du, wie wertvoll der ist? Meinen Sie, wenn ich den versteigern würde, bekäme ich dafür ein paar Rollen Kleingeld? Wohl eher ein paar Koffer voll. Doch den materiellen Wert meinte ich gar nicht. Papst Innozenz gilt als der bedeutendste Papst des Mittelalters. Er rief den 4. und 5. Kreuzzug aus und formulierte die bis heute gültigen Grundlagen des Pontifikats. Wenn das hier ein Originalbrief von Papst Innozenz ist, dann ist das ein ganz außergewöhnliches Dokument. Ein Vertrauensausspruch der Kirche an die Urahnen deiner Familie. Du kannst wirklich stolz auf deine Familie sein. Wow, das höre ich so zum ersten Mal. Ich habe das bisher auch immer nur für ein Gerücht gehalten. Aber hier hast du es schwarz auf weiß. Deine Familie wurde vom Papst persönlich dazu auserwählt, eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Hört sich für mich eher so an, als ob sie dazu verdammt worden wären. Denn ganz offensichtlich ist ihnen diese Aufgabe ziemlich schnell über den Kopf gewachsen. Wir alle werden von Gott geprüft. Und es ist für jeden von uns eine Herausforderung. Aber nur der unerschütterliche Glaube führt uns schließlich durch die Dunkelheit ans Licht. Na gut. Danke für die Hilfe. Sig schreibt. Der Herr möge dich auf deinem Weg. Wegen Benzinerzeugung, was zu tun. Ja, ich weiß, oder ich kann mir vorstellen, dass da vorm Schloss, da ist ja diese Bohrmaschine. Und die wird damit wahrscheinlich betrieben. So, Menü habe ich hier. Ein leerer Briefkasten. Ich habe ja die Bohrmaschine hier vorm Schloss. Damit kann ich ja wahrscheinlich. Bohren. Ja. Irgendwo kann ich dann bohren. Umbohren. Bin ja jetzt allein im Schloss. Hier. Ziehen können es mit Bohrhammer. Und jetzt irgendwann finden wir dann den Eingang. Diesen mysteriösen Portal. Voll. Ja, Bohrhammer. Den Eingang von diesem mysteriösen Portal. Das ist schwer. Und dann können wir ja anfangen. Um zu bohren. So. Hier. Ich irgendwie was verbinden. Ich geh mal wieder ins Schuss rein. Ein riesiger Steinblock. Ja, bitte. Kohle. Ob hier Keller, da ist ja noch ein bisschen fragwürdig, was da los ist. Puh, hier ist es finster wie.
Steckdose. Und hier Stromkabel. Ein Verlängerungskabel. Etwa. Hier haben wir Stromdeckdose. Wir müssen hier wahrscheinlich hier. Der Eimer ist bis zur Hälfte. Wir müssen da runter. Will ja nie. Eine gute Frage. Was tun wir denn jetzt? Ein leerer Topf? Momentan habe ich keine Idee, was. Ja. Irgendwas zu verbinden damit? Nee. Ja. Diese Zeichnung habe ich bei Dr. Winterbottom in der Sitzung gemacht. Es ist, ob das Zufall ist? Die Sterne sind ungefähr so angeordnet wie die Menhire auf meiner Karte. Das wollte ich doch. Bis auf ein kleines Detail. Es sind 6 Sterne auf der Zeichnung. Ich habe aber nur 5 Menhire gefunden. Wenn ich das richtig kombiniere, müsste sich der letzte Menhir in der Nähe des Gewächshauses befinden. Aha. Hier haben wir es doch. Das Gewächshaus und dann wahrscheinlich hier aus der Büste, die da drin steht. Das ist der letzte Menhir. So. Eine Statue. Oh Mann. Ich sehe sie schon überall, auch wenn sie es gar nicht ist. Eine vertrocknete Pflanze. Hier auf dem. Okay, mache ich erstmal Stadt und Zauber oder was? Was das bringt, soll keine Ahnung, aber naja. Der Reiniger ist echt stark. Da verschwindet sogar der Marmor? Aha, das scheint auch nur eine Lackierung gewesen zu sein. Die Statue ist in Wirklichkeit aus. Ich tippe auf irgendein Gestein aus der Gegend. Granit vielleicht. Die Statue ist in Wirklichkeit aus normalem Stein. Der Marmor ist nur eine Beschichtung. Mhm. So, also doch. Einer von den Minieren. Da hätte ich aber auch früher drauf kommen können. Ja klar. Die Statue ist aus demselben Stein wie die anderen Menhire. Und irgendwer hat irgendwann eine Statue daraus gemeißelt. Ich habe alle 6 Menhire eingezeichnet. Mal sehen, was ich damit herausfinden kann. Mit dem Diamantkarte benutzt, kannst du darauf Linien einzeichnen. Halte C. Die Linie, der linken Maus ist das gedrückt. Kann ich da das irgendwie? Naja, okay. Okay, wir probieren es mal. So, mal. Das jetzt so machen. Ja, perfekt. Fällt nicht so richtig, okay. Und da die entgegengesetzten Dinger miteinander verbinden, müsste ja ein X rauskommen, oder? Ah ja, perfekt. Ja. X. X markiert die Stelle. Auch nicht in Ordnung. Komm. Soll ich das so machen? Ich mach das nochmal. Ich mach das mal nach, so wie auf meiner Zeichnung. Dann wird es vielleicht was. So. So. Jetzt gehe ich raus und dann halte ich das andere Ding. Meine Zeichnung darüber. So. Das geht ja auch nie. Diese Zeichnung habe ich bei Dr. Winterbottom in der Sitzung gemacht. Es ist ungefähr. Die Menhire weisen dir den Weg, hat Victoria gesagt. Okay. Ich habe doch jetzt hier alle Menhire.
Ich weiß nicht. Was ist damit jetzt verkehrt? Chat, was denken ihr? Gleich ein Scheiß morgen. Ich sah auch hier so die entgegengesetzten Sachen. Zusammen. Mal raus und dann gucke ich da noch einmal. Yeah. Miniere schauen, die zeigen den Weg. Marsch. Hier mit Karte. Nee. Das ist jetzt ein bisschen kritisch. Ich müsste daraus ein Pentagramm machen. Das habe ich mir ja auch schon gedacht. Davor hatten wir 5. Bevor wir das Ding gefunden hatten, hatten wir 5 und dann Pentagramm draus gemacht. Diese Zeichnung habe ich bei Dr. Aber ich habe ein Pentagramm draus gemacht. Das hat ja mir im Endeffekt auch nicht geholfen. Aber wie kann ich denn aus 6 Dingern Pentagramm machen? So. Okay, ja. Hey, die Menhire um das Schloss stehen wirklich in derselben Formation wie dieses Sternbild. Aber was haben jetzt diese Portale damit zu tun? Und wo ist der Eingang? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe irgendwas gemacht. Einfach alles mit allen verbunden. Ja. Wie sieht's denn auf der Karte aus? Ist da irgendwas? Nee. Wenn wir da nochmal drauf gucken, mit dem Stift sehen wir da was. Genau. Da hat ja auch irgendwas von Portalen gefaselt. Entweder hier irgendwo und da irgendwo, wo wir gerade stehen. Ach nee, das ist ja hier der Globus. Ach, wir hatten doch hier unseren Pickhammer gehabt, mit einem Benzin befüllt und konnten damit erstmal nichts anstellen. Ich glaube, wir sollten da einfach mal zum Globus gehen, das Ding auseinanderlegen und dann finden wir vielleicht irgendwie einen Eingang oder sowas. Ich habe ja keine Ahnung. Und hier, das ist ja draußen vom Tor, an der Treppe. Na, wir gehen da auch mal dorthin. Mal sehen.
Genau. Inventar. Ja, hier den Bohrhammer, der ist hier hinter mir. Ich kann mich aber dann auch nicht so bewegen, dass ich da nicht zu sehen bin. Es ist sehr obskur. Na, genau. Und eingekritzelt, ganz genau. Chat, ganz genau, Sig. Genau, und was da mit dem Keller los ist, mit dem dunklen, bösen Keller, wissen wir auch noch nicht. Weil das sind wir ja auch noch gar nicht runter. So. So. Zum Tor. Nicht da Menü gemeint. Geh mal in den Eingang rein. Irgendwann später. Hier ist eines dieser Portale gewesen. Zwar mittlerweile verschüttet, aber hier war eins. Vielleicht meinte Victoria ja das mit dem Eingang. Ich trage die Ruinen mal in meine Karte ein. Okay. Ich hab da jetzt was eingetragen in meiner Karte. Ich guck schon mal selber nach. Die hat ja jetzt auch irgendwas hier eingetragen. Ich gucke mal. Ah, hier. Genau. Wenn man vom Grundstein eine Linie über den Standort des Menhirs zieht, landet man direkt bei der Akademie. Auch wenn ich weiß, dass unter dem ganzen Schutt ein Portal vergraben ist, ich werde dort nie rankommen. Niemand wird das. So. Seltsam. Eine Linie vom Grundstein über einen Menhir trifft das Hotel. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass dort eines der Portale zu finden ist. In der näheren Umgebung des Hotels vielleicht? So, hier Kirche? Eine Verbindung zur Kirche kreuzt einen Menhir-Standort. Vielleicht gibt es dort ein Portal. Das soll ich noch wissen. Ich kann den Pfarrer danach fragen. Ja. Danke für deine Hilfe, Sig. Aber ich habe das jetzt so gerade durch meine Doofheit irgendwie hingekriegt. So, wo denn hier hin? Ein Strich über den Menhir am Tor endet mitten im Wald. Das wird ein Spaß, die richtige Stelle zu finden. Ich glaube aber, der Weg an der Waldkreuzung führt schon mal in die richtige Richtung. Ich möchte ungern durch den Wald irren, solange ich noch nicht alle anderen Stellen auf meiner Karte abgegangen bin. So. Es geht ja irgendwo. Die Linie vom Grundstein über das Gewächshaus endet in der Nähe eines Sumpfs. Ich sollte die Stelle mal überprüfen. So gut. Hatte ich nochmal Glück gehabt, dass da jetzt ein bisschen gebackt hat. Ansonsten, ohne diesen Versuch, einfach mal rumzugehen, hätte ich auch gar nicht gemerkt, dass hier die Stelle ist. Na gut. Wir gehen. Kirche. Und wir gehen dann mal hier doch zum guten Freund. Speichern. Wir gehen da zu unserem guten Freund Murray. Ja, zum Gordon Palace. Und schauen uns da mal um. Laut meiner Karte könnte dort unten eines der Portale zu finden sein. Schauen wir doch mal. Hab mich die ganze Zeit gewundert, warum da hier eine Treppe runtergeht. Pardon. Ja, Bobby. Hier ist Baden verboten. Na, Baden kannst du das ja nicht nennen, oder? Das hier ist. Ja. Jetzt habe ich es weggeklickt. Gott verdammt. Ein schöner Platz, um sich Inspiration fürs Sterben zu holen. Sehr nett ausgedrückt. So, das ist ja richtig einladend hier. Da stehen 4 Menhire im Fluss. Das könnte ein Hinweis auf das Portal sein, aber ich komme nicht näher ran. Da stehen 4 Menhire im Fluss. Ha!
Das ist nur ein Stück Treibgut, auf dem ein Rabe sitzt. Nichts Ungewöhnliches. Dann nimm mal eine von deinen Pillen hier. Das Medikament, das mir Dr. Oh nee, jetzt liest du wieder die scheiß Zettel. Haloperidox. Die Packungsbeilage. Nicht unbedingt der Steg des Vertrauens. Meniere, okay, ja, Bobby. Was macht Bobby denn da? Bobby, komm mal her. Hey, Bobby, was machst du da? Hallo, Darren. Denise hat heute Geburtstag, aber ich habe kein Geschenk. Und dann willst du ihr einen Fisch fangen? Nein, ich will Muscheln sammeln, mit Perlen drin. Ich will Denise eine schöne Perlenkette basteln. Verstehe. Hört sich gut an. Schau mal, Bobby. Wäre das nicht ein tolles Geschenk für Denise? Das ist gezeichnet. Jetzt zieht er seine Wasserhose aus, steht er nur noch mit der Buchse da, nimmt unsere Kette und wir gehen dann mit dem Ding vor. Oh, und wir können dann seine... Schön. Du kannst sie Wort an... Wortsachen anziehen. Danke, Darren. Ja, danke, Darren. Ey, Wort. Arschloch. Na, geh doch. Das ist die Warthose, die Bobby angezogen hatte. Ja, klasse. Ja, ich speichere mal, ansonsten mit laufen wir ab hier. Loch drin. Bobby muss sie in der Eile beim Ausziehen zerrissen haben. Wir haben doch unser Flickzeug. Ja, zack. Mit dem Flickzeug klappt das einwandfrei. Als wäre es dafür gemacht. So. Fertig. Speichern. Nicht, dass wir da irgendwie absaufen. Genau. Ja. Fehlen nur noch eine Clownsnase und zu große Schuhe. Die sehen genauso. Okay, schauen wir mal. Geh mal hin. Adrian. Darren, was auch immer. Find hier was heraus. Verflucht. Hier wird es tiefer. Irgendwas ist da unten. Etwas Dunkles, aber genauer kann ich es nicht erkennen. Eine Taucherbrille wäre gut. Oder etwas, mit dem ich unter Wasser sehen kann, ohne tauchen zu müssen. Wir haben doch hier unseren Eimer mit Glasböden. Der passt doch wunderbar. Interessant. Und genau das, was ich vermutet hatte. Da ist eine Treppe, die in den Boden führt. Blöderweise hat der Fluss tonnenweise Kieselsteine die Treppe heruntergespült und damit alles blockiert. Ja, das wird nichts. Also fast dasselbe Problem wie bei der Akademie. Ich hoffe, dass der Fluss nicht tiefer als die Hose hoch ist. Und jetzt kommt Flussmonster und zieht nach unten. Ja. Ich hoffe, dass der Fluss nicht tiefer als die Hose hoch ist. Na komm. Ich hoffe, dass der Fluss... Ich hoffe, dass der Fluss... Was ist denn damit zu sagen? Linksklick, rechtsklick, geht nicht. Nee. Bohrhammer benutzen, genau. Geht nichts. Irgendwas anderes, Angel. Ja. Fluss und Wasser. Verträgt sich gut. Fluss und Flasche. Das ist es doch. Was tust du? Ah,
Frisches Quellwasser. Die Flasche ist jetzt voll Wasser. Trinken würde ich es allerdings nicht. Gut. Das ist doch irgendwas. Was wir brauchen mit dem Fluss. Na, wir haben da herausgefunden, jetzt, dass das Ding geblockiert ist. Jetzt würde ich mal sagen, wir gehen da einfach mal zur Kirche. Im Moment kann ich nichts mit der Karte anfangen. Gehst du wieder? Hier finde ich eh nichts mehr, also kann ich die Warthose auch da lassen. Den Eimer lasse ich auch hier, falls Bobby mal wieder nach Geschenken suchen will. Zum Glück wird da unser Inventar ein bisschen leerer. Nein, es ist besser für Murray und mich, wenn wir uns die nächste Zeit nicht mehr sehen. So, ich sag mal, wir gehen da in die Kirche. Schauen mal danach, ob wir da irgendwas finden. Ah, ist ja schon ein bisschen heller. Wir fragen mal den Pfaffen, ob da was bei ist. Hey. Hallo, Vater. Willkommen zurück, Adrian. Bitte sehen Sie sich den Brief doch mal genauer an. Da ist von einem Schattenportal die Rede. Ja, das stimmt. Einem großen und fünf kleinen. Aber davon habe ich vorher noch nie etwas gehört. Guck ein. Diese fünf Kleinen markieren wahrscheinlich die Eingänge, die zum Großen führen. Das Große muss dann das beschriebene Schattenportal sein. Wie auch immer, jedenfalls glaube ich, dass eines der Portale hier unter der Kirche sein könnte. Unter der Kirche? Aber das ist doch... Aber nein... Das könnte vielleicht wirklich möglich sein. Da war ja eine Gruft gewesen, die eingestürzt ist. Samuel hat das Grab von Markus aufgesucht. Und was soll ich sagen? Es ist eingestürzt. Seitdem ist es nicht mehr zugänglich. Ja, auch wieder. Ich war damals sehr betrübt über den Vorfall. Aber wenn ich es recht bedenke, dann kann so etwas ja nur einstürzen, wenn sich darunter ein Hohlraum befindet. Bingo. Aber heißt es in dem Brief nicht, dass die Zugänge versiegelt worden sind, damit niemals jemand zum großen Portal kommen kann? Und dass die Gordons dafür sorgen müssen, dass das auch so bleibt? Genau. Und ich bin der letzte Gordon. Nach mir gibt es keinen mehr, der darauf aufpasst. Deshalb muss ich die Sache aus der Welt schaffen. So, nun? Drei Orte habe ich abgeklappert und keinen Zugang gefunden. Na gut. Haben wir doch noch. Danke für die zwei Hilfe. Im Wald. Der Herr möge dich auf deinem Weg begleiten. Okay. Das ist ja hier hinten. Ja, genau, ich glaube, wenn wir da. Street. Aber hier hinten kommt keine Ahnung, aber hier, ich glaube, wenn wir da dort in der Kreuzung im Wald gehen, dann müssten wir doch eigentlich theoretisch, da war ja noch dieser komische Weg. So, wir speichern da einfach mal. Sicherheitsmäßig wieder. So, die Frau am Telefon hat ja was gesagt, ja, da war es auch irgendwas von einem Bären. Wenn wir da in den Wald gehen, da finden wir vielleicht einen Bären. Bin da ein bisschen aufgeregt. Werden wir mit einem Bären ringen oder wie sieht's denn aus? Hier geht's. Ja, ist ja auch noch im Wald. Ich habe die Ruinen, die Kirche und den Fluss ausgeschlossen. Hoffen wir, dass sich im Wald mehr finden lässt. Na komm. Wenn ich meinen Fähigkeiten als Kartograf vertraue, was ich auch tue, dann müsste über diesen Pfad eines der Portale zu finden sein. So, mal sehen. Der Bärenfall. Haben wir es doch. Warnschilder. Speichern auch mal, Leute. Wir speichern. Okay. Ja. So. Lebensgefahr. Betreten des Waldes verboten. Wir warten abgeknallt oder was? Jagdsaison. Fallen- und Schusswaffengebrauch. Bin ich jetzt im falschen Film? Willow Creek? Oder was ist hier los?
Keine Tretminen? Na dann geht's ja noch. Klasse. Eine Bärenfalle Modell Mammut. Was zum Henker jagen die hier? Oder die Leute hier wollen sich vor etwas schützen. Eigentlich will ich es gar nicht so genau wissen. Eine Bärenfalle Modell. So. Können wir da irgendwie was damit anstellen hier? Nee. Pardon, hier Pfad. Die Schilder raten mir eindeutig davon ab, hier weiterzugehen. Du gehst jetzt weiter, Leute. Komm. Du Idiot. Ihr habt doch gespeichert. So. Also, ich sollte da nicht weitergehen. Aber ich wollte eigentlich in die andere Richtung gehen. Von vornherein. Hier war ja noch Bad, ja, Trampelpfad. Wenn die Karte stimmt, müsste man hier dem Trampelpfad nach Norden folgen, um zu dem Ort zu kommen, wo sich eines der Portale befindet. Genau. Was ist denn hier lang? Scheiße. Ziemlich sumpfig hier. Trotzdem, das hier muss die richtige Stelle sein. So, nu? Kann ich ja nichts machen. Erzähl mal. Weit und breit kein Portal. Dann muss es wohl schon vor langer Zeit im Sumpf versunken sein. Keine Chance, da ranzukommen. Das sieht aus wie ein alter Metalldetektor. Ist bestimmt kaputt, aber sowas lässt sich ja reparieren. Der lag bestimmt schon ein paar Monate im Sumpf. Die Batterie und die Elektronik sind hin. Die Spule müsste noch funktionieren. Sie ist aus Kupfer. Ich könnte das Gerät reparieren. Dazu brauche ich nur eine neue Batterie und etwas, mit dem man elektrische Signale empfangen kann. Okay. Elektrische Signale. Knochen. Hier liegen jede Menge Knochen von kleinen Tieren. Vögel oder Eichhörnchen, keine Ahnung. Hier liegen jede Menge Knochen. Der Boden da ist ziemlich sumpfig. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Der Boden da ist ziemlich sumpfig. Die Brücke führt bis zur Hälfte in den Sumpf, dann versinkt sie im Boden. Der Boden da ist ziemlich... Ich sehe ja nichts weiter. Knochen. Was kann ich mir die Knochen machen? Ja. Durchscrollen. Nichts. So. Das Ding reparieren irgendwie. Ja, gut. Wir fragen da mal. Einfach mal bei der Kirche nach. Hier beim Totengräber. Das sieht ja mal ein bisschen sehr handwerklich geschickt aus. Ich lasse ihn vor. Ah, shit. Hallo? Niemand. Keiner da. Aber wie können wir dann den Metalldetektor? Ah! Wir haben doch noch in der Hütte haufenweise mit Elektroschrott gehabt. Ja, vom Dr. Hörmann. Das ist die alte Praxis. So. Ein Transistorradio. Ein Gerät, mit dem man Signale empfangen kann. Ich glaube, das wird sich noch als nützlich erweisen. Wenn ich die kaputte Elektronik...
mit der aus dem Radio ersetze? Und die Antenne? Ja, hier noch das Kabel. Geschafft. Und wenn ich in E-Technik richtig aufgepasst habe, dann müsste das funktionieren. So, und jetzt braucht eine Batterie. Das Radio übernimmt die Rolle des Signalempfängers. Wenn ich es richtig verkabelt habe, müsste ein Rauschen zu hören sein, wenn der Detektor anschlägt. Fehlt noch eine Batterie. Wo kriegen wir eine Batterie her, Leute? Da gehe ich nachher nochmal runter. Im Auto. Autos haben Batterien. Den Motor kenne ich noch gut genug. Alles Schrott. Allein die Batterie könnte man noch verwenden. Perfekt. So eine riesen Autobatterie wird er jetzt da irgendwie... Verriegelt. Ach nee. Verriegelt. Ja, wie kriegen wir das Ding auf? Wir haben doch unseren... Phil ist tot. Der Tank, das Schicksal des Autos... Da geh mal ins Auto rein und mach's auf. Phil ist tot. Die Motorhaube. Der Tank ist das Schicksal des Autos. Ja, come on. Ja, Phil's Schlüsselbund, Auto. Mach's mal auf. Ich entriegle die Motorhaube. Easy. Hey, hier liegt noch einer von diesen Leuchtstickern. Ich nehme ihn mit. Phil ist der Tank, das Schicksal des Autos. Also jetzt hat er diese riesen Batterie. Ich nehme die Batterie mit. Und das schon sein Metalldetektor da nicht leicht ist. Und da macht er jetzt, hat er jetzt das Radio rangemacht. Und noch eine riesengroße, schwere Autobatterie. Haben sie sich wieder ein bisschen Mühe gegeben, ja, um da eine gute Story draus zu machen. Genau. Jetzt machen wir hier die Batterie noch ran. Das ist ja alles hier hinter mir. Ich ersetze die kaputte Batterie durch die aus dem Auto. Zum Glück haben beide dieselbe Spannung. Okay, und jetzt gehe ich mal wieder in den Wald. Aber vorher speichere ich. Der Bär kommt bald, ne? Ja, speichern. So. Genau, Ne, wenn ich hier zurückgehe, dann müsste ich ja schon da, fast da sein. Na gut, Leute. Easy. Gehen wir mal in die Sumpf rein. Vielleicht finden wir da irgendwas. Hier Knochen, nee, Sumpf. Ein voll funktionsfähiger Metalldetektor. Na wie, jetzt Sumpf kann ich nichts machen hier? Oder soll ich da lieber in der anderen Ecke nach den Bärenfallen suchen? Den Ding. So, speichere ich einmal. Noch einmal, sicher, sicher. Speichern. So. Geht das Ding auch? Es funktioniert. Hervorragend. Hoffen wir, dass die Batterie lange genug hält, bis ich wieder aus dem Wald rauskomme. So. Gut, es kann losgehen. Ich markiere die Fallen mit den Leuchtstickern, damit ich es später einfacher habe. Ach so. Hier muss es sein. Das ist die Stelle, an der eines der Portale zu finden sein muss. Ja, das ist doch hier, wo der kleine Vic im ersten Teil abgemurkst wurde. Wo sein Leiche hier drauf lag. Auf den Ritual-Felsen. Na gut. Nee. Scheiße. Ich wollte auch hier gucken. Ich wollte durch den Stein und mich den Pfad anklicken. So, ja. Boah, das ist mal ein Brocken.
ob sich darunter ein Zugang zu einem der Dämonentore befindet? Vielleicht, kann sein. Ob sich darunter ein Zugang... Hier ist ein Spalt unter dem Fels. Könnte ein Kaninchenbau sein. Hier ist ein Spalt unter dem Fels. Noch mehr Menhire. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Ah, ein Nest von Menhiren. Ja. Gebüsch. Bewegt sich da was? Oder sehe ich schon Gespenster? Also mich wundert hier gar nichts mehr. Das ist der Bär. Ich sag's dir. Der Bär kommt. Nö. Die sind genauso an... Genauso angeordnet wie am Fluss. So, haben wir da irgendwas zum... Nützen mit den Loch. Nee, ja. Hier ist ein Spalt unter dem Fels. Na, dann macht es. Ob sich darunter ein Zugang zu. Na komm, geh. Grab mit deinen Händen. Hol eine Schaufel von zu Hause. Keine Ahnung. Könnte ein Kaninchenbau sein. Oh Junge, mach doch mal was. So. Na hier. Na ja, gut. Brauch eine Schaufel oder sowas. Irgendwas zum Buddeln. Das ist eine Rolle. Die Handwerker sollten damit, aber bei der Bude hier ist das mit. Ich lasse sie hier liegen. Falls. Da muss auch eine Schaufel rumliegen oder sowas. Hier ist nichts. Ah, kurz ihn dran. Ah, hier. Hier ist eine Schaufel. Kann ich aber nicht nehmen. Klasse. Eine Leiter. Ich habe ja irgendwas freigeschalten. Wenn ich die Krähe finde, muss ich da draufklicken. So, ja. Eine vertrocknete Pflanze. Mehr hat dieses Loch nichts. Okay. Na ja, gut. Was machen wir denn da jetzt? Ja, Ralph. Seine Hütte. Ralph? Bist du da? Hier ist Darren. Ja? Ja? Phil, dieser Kerl, der dich eingesperrt hat, ist tot. Was soll das? Hast du gehört? Du kannst beruhigt sein. Keiner tut dir mehr was. Und der andere? Was ist mit dem? Welcher andere? Der Kumpel. Ist der auch tot? Nein. Wer ist das denn? Kennst du seinen Namen? Kumpel. Phil nannte ihn Kumpel. Wenn er da war. Und wenn er nicht da war? Arschgesicht. Okay, Kumpel oder Arschgesicht. Das bringt uns nicht so viel. Kumpel oder Arschgesicht. Wo können wir denn jetzt hin? Leute. Willow Creek, finden wir da irgendwas? Ich gehe da nochmal hin zum Steinkreis hier. Hier ist ein Spalt unter dem... Könnte ein Kaninchenbau sein. Ja, was wüsst denn der jetzt von mir? Ob sich darunter ein Zugang zu... Kann ich hier irgendwas damit machen? Mit meinem Bohrhammer? Ja klar, hier ist so ein riesen Granitblock. Da komme ich mit meinem... Bohrhämmerchen an und mach das Ding kaputt. Na, los geht's.
Das wollte ich schon immer mal machen. Drei Stunden später. So ein Tank ist ja eher so für 45 Minuten ausgelegt. Das ist härter, als ich dachte. Mehr als 2 Dutzend Löcher habe ich jetzt gebohrt, aber er will einfach nicht brechen. Sprit habe ich auch keinen mehr. Und es ist verdammt kalt geworden. Ich würde mal sagen, Wasser reinkippen und über Nacht gefrieren lassen und dann hoffen, dass da irgendwas zerlegt. Wenn man schön sagt, es ist kalt. Heute Nacht wird es starken Frost geben und das Wasser kann gefrieren. Dadurch dehnt es sich aus und theoretisch sollte das den Fels knacken. Jedenfalls sollte es das, wenn das Physikstudium nicht komplett umsonst war. Ich habe nicht Physik studiert und ich habe hier geklickt und nicht du. Hä? Pfeife. Darren. Na halt, Adrian. Ich brauche noch etwas, um die Löcher zu verstopfen. Ansonsten habe ich morgen nur Eiszapfen in den Löchern stecken und der Fels ist noch heil. Bauschaum, ja. Perfekt. Der Bauschaum härtet aus, wenn er mit Feuchtigkeit in Berührung kommt. Und dann ist er ziemlich stabil. Das sollte verhindern, dass das Eis aus den Löchern kommt. Jetzt muss ich nur noch bis morgen warten. Na gut, das haben wir ja viel weniger jetzt. So, ich speichere mal, nicht, dass wir da jetzt in den Wald reinrennen und da irgendwelche Bären uns begegnen. Weil die Bären sind gefährlich. So, hier, speichern. So. Easy. Weil vielleicht sehen wir jetzt die Geisterfrau wieder. Da ist Licht im Schloss. Habt ihr das gesehen? Ey, hier! Bobby! Was macht denn da hier? Was macht Bobby denn hier? Er sieht sehr traurig aus. Bobby? Hey, Bobby! Was ist los? Tom hat mich gehauen und rausgeworfen. Warum, weiß ich nicht. Macht er das nicht ständig? Nicht mit Prügel. Oh. Wieso gehst du nicht zur Polizei? So war ich schon. Der Inspektor hat mich weggeschickt. Er will von mir nichts hören, hat er gesagt. Denise hat mich auch weggeschickt. Sie sagt, ich soll mich nicht beschweren. Und jetzt sitzen alle im Pub und lass mich nicht rein. Der arme Kerl. Ja, ich bin der Schlosser. Kannst bei mir wohnen. Du bist ja der neue Quasimodo für mich. Geld für Hotelzimmer oder im Schloss wohnen. Klar, ja, Top-WG. Darren und Bobby. Es klappt. Ja, wenn ich den jetzt reinhole, dann werden wir verrückt über Nacht und dann legen wir den um. Wollt ihr das sehen, Chat? Klar, ja. Das ist ja wohnen. Das ist ja nicht ohne Grund hier. Im Schloss übernachten. Das ist sehr nett, Darren. Aber ich mag das Schloss nicht. Ich will nicht sterben. Soll ich dir ein bisschen Geld geben, damit du im Hotel wohnen kannst? Nein, ich will kein Geld mehr haben. Tom nimmt mir immer alles weg. Soll ich mal mit Tom reden? Das ist keine gute Idee. Er will dich umbringen. Aber du sagtest doch, der Inspektor ist mit im Pub. Ja? Er ist sicher nicht so dumm, mich vor dessen Augen umzubringen. Außerdem hat der Kerl endlich mal eine Abreibung verdient. Ich kann mir das nicht länger tatenlos ansehen. Ich klär das für dich. Genau. Hoffen wir, dass der Inspektor wirklich da ist. Ansonsten wird das Toms letzte Nacht. Und jetzt wird Darren so richtig... Tom, komm mal wieder runter. Richtig verrückt. Ich will jetzt verdammt nochmal wissen, wo du die Kette her hast. Warum sollte ich dir das sagen? Bah, lass es. Die hatte ich einem Freund ausgeliehen als Pfand. Die war nicht dazu da, sie zu verschenken, verdammt. Freund?
Seit wann ist Bobby dein Freund? Was hat denn Bobby damit zu tun, ne? Ey, was soll das denn? Lass deine Finger von Denise, sonst wanderst du direkt in den Bau. Halt du dich da raus, du Dorfbeutel. Pass auf, was du sagst, Bürschchen. Was soll das mit Bobby? Was hat er mit der Kette zu schaffen? Na, er hat sie mir geschenkt. Vorhin. Zum Geburtstag. Was? Das kann doch nicht... Ich bring ihn um, diesen Penner. Wenn hier jemand mordet, dann bin ich das. Was zum Geier will die Pfeife denn hier? Du hörst mir jetzt ganz genau zu. So, was geht jetzt ab? Der hirnloser Scheiß auf. Wenn du, Bobby, noch ein einziges Mal auch nur ein Härchen krümmst, dann wirst du dir wünschen, niemals geboren worden zu sein. Na, hört, hört. Hast du das kapiert? Oh, eure Lordschaft geben Befehle. Na, warte. Hey, Bulle, hol die Handschellen raus. Der Typ da hat Phil umgebracht. Jetzt reicht's aber. Du bist ja völlig betrunken. Ich dachte, dein Bruder wäre der Dümmere von euch beiden. Und es läge daran, dass du nicht nur der Bruder, sondern auch sein Vater bist. Aber jetzt sehe ich ein, dass es genau andersherum sein muss. Ah! Naja, große Schnauze. Hat er verdient. Adrian Darren. Kapitel 4. So, meine lieben Freunde, das war's schon gewesen mit Kapitel 3. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und falls ihr auf den Laufenden bleiben wollt, müsst ihr diesen Kanal abonnieren. Genau. Und es wäre auch sehr gut, wenn ihr einen Daumen nach oben hier da lasst. Das kostet euch nichts und hilft mir sehr. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und goodbye. Ciao.